Und da sind wir live beim Field of Volley Nummer 3, die dritte Ausgabe hier heute Abend. Was haben wir denn? 28. März ist heute Abend. Und es ist das erste Mal, dass wir pünktlich anfangen, nachdem wir letzte und vorletzte Woche immer ein ganz, ganz bisschen Verspätung hatten. Heute hat alles funktioniert, zumindest bis jetzt hat alles funktioniert. Und wir sehen hier rund um mich rum im Grunde auch wiederum Gäste. Und ich freue mich. Eigentlich fängt man mit der Dame an, ja, aber die Dame hat heute einen Ehrenplatz. Deshalb fange ich mal unten wieder bei unserem Gast aus Bayern an, bei Dieter Heidrich, Lehrwart in Bayern. Hallo Dieter. Hallo, grüß euch. So, dann direkt daneben habe ich Uwe Wallenhorst wieder dabei, der Lehrwart vom Nordwestdeutschen Volleyballverband. Hallo Uwe. Hallo, herzlich willkommen aus Niedersachsen. Und jetzt, Barbara, jetzt bist du dran und ich freue mich, wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier heute bist und dass du ja diesen Abend mit uns verbringen wirst, uns ganz viel erzählen wirst, erklären wirst, denn es geht um dein Training, das Training, was wir aufgezeichnet haben letztes Jahr. Ich muss überlegen, es war im Oktober, oder? Genau, Mitte Oktober ungefähr, ja. Bei dir war erstmal schönen guten Abend und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei einer Lehrprobe, aber ich werde gleich noch ein bisschen entspannen. Also das ist hier kann man jetzt keinen Trainerschein verlieren oder irgendwie sowas. Ne? Bin ich ja froh. Nein. So, also ich habe eben schon gesagt, Barbara, ich war bei dir letztes Jahr im Oktober und habe ganz, ganz viel Gastfreundschaft genießen dürfen bei euch zu Hause. Du warst hier, ne? Ja, da wo du gerade bist, ganz genau. Das kommt mir sehr bekannt vor, die Ferienwohnung. Und ich weiß ja auch, was man sieht, wenn du da aus dem Fenster schaust. Ne? Direkt auf dem Bodensee, wenn er nicht gerade im Nebel war, dann konnte man da prima bis in die Schweiz rüberschauen auf die andere Seite und war also prima und ich erinnere mich da sehr, sehr gerne dran zurück und von daher bin ich sehr gespannt und freue mich auch wirklich auf das, was wir heute Abend hier alles aufgezeichnet haben. Ich schalte mal zur Halle und will mal gucken, was wir hier insgesamt zu haben. Da gucken wir mal rein. Siehst du, immer wenn man irgendwas machen will, dann gibt es irgendwas, was gerade nicht funktioniert, oder? Ich kann ja ein bisschen was überbrücken, oder? Beim Vorlesungen halten bin ich da immer der Held drin. Im Zeit überbrücken, wenn die Technik nicht funktioniert. Ja. Also, was ich so ein bisschen vorweg sagen möchte, nachdem ja die ersten zwei Field of Volley mit der Nationalmannschaft, mit der Jugendnationalmannschaft waren, das ist jetzt keine Nationalmannschaft mehr. Also, da dürft ihr nicht zu viel erwarten. Das ist ein ganz normaler Verein in einem kleinen Ort am Bodensee mit ganz normalen Kindern, die wir auch nicht aussortieren oder so, sondern die alle zu uns kommen und bei uns dann ganz viel Spaß am Sport haben sollen. Wir haben da drin auch ein bisschen Gruppen, die leistungsorientierter arbeiten, aber im Großen und Ganzen, genau, da sind wir schon irgendwie mittendrin. So, genau, wir sind genau hier schon mal und schalten schon mal dahin, wo was so ein bisschen passiert. Ich klicke nochmal. Ja, jetzt, ne, jetzt funktioniert es so langsam, denn das ist die Phase, wo hier aufgewärmt wird. Ne? Genau, also man muss da vielleicht so sagen, dass das jetzt ja kein ganz normales Training ist, wie das da läuft, sondern das war eigentlich so eine Demonstration unserer ersten Spielformen. So war das Ganze gedacht und auch weiterer Spielformen, die du da aufgenommen hast. Das heißt, auch wenn das jetzt gar kein ganz normales Training ist, haben die Kinder sich natürlich gleich Bälle geschnappt und sind so ein bisschen am Spielen auf dem vorderen Feld hier. Ist eine Gruppe, die, das sind alles Einsteiger, die spielen seit ein paar Monaten Volleyball, sind unterschiedliche Altersklassen, ein Nesthäkchen, die ist gerade 9 geworden und dann noch ein bisschen ältere, also insgesamt so, habe ich mir aufgeschrieben, U11 bis U13 Alter, aber alle noch nicht so lange Volleyball spielen, minus den Lockdown natürlich im Frühjahr. Einige haben aber auch erst danach angefangen und sind so in ihren allerersten Volleyballmonaten. Genau, und ein bisschen da weiter hinten an der Wand, die sich da auch einen Ball geschnappt haben und was an der Wand machen. Wir spielen ja immer ganz gerne mal an die Wand. Das heißt, wenn fertig aufgebaut ist, dürfen sich die Kinder ja Bälle nehmen und einfach schon mal ein bisschen was tun. Und das sind Mädels, die sind so im, ja, auch so U11 bis U13 Alter, U14 ist, glaube ich, noch eine dabei. Und die sind schon spielen schon ein bisschen länger, aber auch, ja, so im Schnitt vielleicht ein Jahr, auch minus Lockdown. Die Gruppen sind gar nicht so unterschiedlich. Die werden auch in den normalen Trainings ganz gerne mal
in verschiedene Gruppen eingeteilt. Also da werden aus diesen zwei Gruppen jetzt auch mal drei oder die sind in ganz anderen Gruppen. Wir sind da relativ flexibel. Wenn ich weiß, welche Kinder da sind, dann teile ich die so ein bisschen ein. Aber für dieses Demo-Training haben wir die auf diese Weise eingeteilt. Genau, jetzt spielen sie da ein bisschen rum. Genau, das ist das mittlere Feld. Das ist eine Gruppe von U14-Spielerinnen, alles U14-Alter. Die spielen schon ein bisschen länger, also so zwischen 1,5 und 2 Jahre ungefähr. Das ist ein bisschen eine leistungsorientierte arbeitende Gruppe. Die haben auch noch ein zweites Training. Und das ist so eine ganz brave Gruppe. Wenn man denen nicht ausdrücklich sagt, sie dürfen sich jetzt einen Ball nehmen und genau sagt, was sie damit tun sollen, dann würden sie ganz brav da stehen bleiben, bis es anfängt. Also das, da haben wir ganz unterschiedliche Gruppen einfach, die sich unterschiedlich verhalten, wenn sie in die Halle kommen. Genau. Und dann haben wir auch die dritte Gruppe, ne? Die dritte, ja. Dritte Feld. Genau, das ist die dritte Gruppe. Die sind alle U15, beziehungsweise eine U14 dabei. Also 2007er Jahrgang. Jetzt im Oktober war das U15, beziehungsweise erstes Jahr U16. Die sind so ein bisschen am Aufbau. Und das sind sonst auch welche, die sich einen Ball schnappen und meistens ein Spiel spielen. Also die organisieren sich dann selber, wenn sie aufgebaut haben und es irgendwie aus einem Grund noch nicht losgeht. Kann ja immer mal passieren, dass man irgendwo noch am Wurschteln ist. Wir haben einen relativ großen Aufbau jeden Montag, weil wir drei Felder davon, ein Langnetz und so weiter aufbauen. Und die fangen dann meistens einfach an, spielen ein bisschen was und dann kommt der Trainer dazu und dann geht's los. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt den Überblick hier bekommen, ne? Also eine Dreifeldhalle, die hier genutzt wird. Das Langnetz ist vorne auf dem ersten Feld, wo im Grunde die Kleinsten oder die am wenigsten Erfahrung bisher im Spiel haben, spielen. Genau. Und mittleres Feld, ne? Die haben schon ein bisschen was. Und hier das dritte Feld, das sieht man auch von der Körperstatur her. Die sind dann deutlich größer und können da am meisten. Das gibt uns natürlich die gute Möglichkeit, hier wirklich mal zu sehen, wie fangen die Übungen an, ne, mit den Kleinsten, ganz am Anfang, und wie steigert sich das immer mehr zu denjenigen, die also schon ein bisschen was können? Genau, also wir werden ja im Prinzip zwei große Regelwerke durchsprechen heute, die man jeweils, jede einzelne Spielform kann man auch für alle Altersklassen anpassen, und da sage ich dann auch immer ein bisschen was dazu. Genau, jetzt ist gerade noch so ein bisschen abwarten, bis alle Kameras aufgebaut sind. Genau. Ja, und schon sind sie aber aufgebaut, ne? Schon sind sie aufgebaut. Aber trefft ihr euch da schon eher zum Aufbauen oder ist das Teil des Trainings? Nee, tatsächlich treffen wir uns eher. Also ich gucke, dass ich so 20, 25 Minuten vor Trainingsbeginn da bin. Und ich habe vor Corona auch immer eine Busladung Kinder dabei gehabt. Ich habe so einen Siebensitzer, der ist dann voll mit Kindern und dann kommt noch ein Siebensitzer fast parallel dazu an und wir fangen dann schon mal an aufzubauen. Und dann gucken wir aber schon, dass wir zügig nach Trainingsbeginn anfangen. Wir haben das Glück, dass die Schule vor uns meistens schon raus ist und dann können wir schon aufbauen. Wir müssen nichts von unserer Trainingszeit oder wenig von unserer Trainingszeit hergeben, um aufzubauen. Mhm. Und jetzt war natürlich, das ist ein Training aus den Ferien, da war extrem viel Zeit. Mich fragt schon, ne, ob die schon ganz am Anfang schon korrigiert werden, obwohl sie noch nur so rumtüdeln und noch gar nicht richtig die Übung angefangen haben. Genau, jetzt sind sie, also die sind noch nicht im Spiel. Das sieht man daran, dass sie noch recht langsam die Bälle holen. Das heißt, die probieren jetzt gerade, wir haben jetzt gerade fertig aufgebaut und die probieren jetzt gerade die Übung aus, bis ich dann das offizielle Go gebe. Jetzt könnt ihr die Übung demonstrieren. Ich kann vielleicht trotzdem schon ein bisschen was dazu sagen, um was es gehen wird. Also man sieht es schon so ein bisschen. Das Spielchen heißt bei uns Mattenball und die müssen sich bei der Anfängergruppe, die werfen sich einfach den Ball an und versuchen jetzt hier ein bisschen weiter auf eine Matte zu pritschen. Und dann steht da noch ein Hütchen drauf. Es wird nachher so sein, dass die Matte 1 Punkt gibt und das Hütchen 2 Punkte gibt. Und dann gibt es verschiedenste Zählformen. Und die jetzt ist so, dass praktisch die Mannschaften dann nachher gleich gegeneinander spielen werden. Aber die Frage vom Nick ist ja auch schon beantwortet, weil ja hier schon immer wieder Korrekturen gemacht werden, ne? Ja, genau. Also das ist, normalerweise ist das Aufwärmen ein bisschen Volleyball unspezifischer. Irgendwas mit Ball, mit Werfen und Fangen machen wir ganz oft bei den Anfängern zum Aufwärmen. Also fliegende Bälle, aber noch nicht Volleyballtechniken. Und dann kommt jetzt, eigentlich wäre jetzt ein bisschen ein Technik-Input oder eine Neubesprechung. Was haben wir letztes Mal gemacht? Pritschen haben wir gemacht und dann würde dieses Spielchen kommen. Genau.
So, jetzt geht es schon richtig los. Du hast gesagt, da gibt es Punkte. Ne? Die sind noch zu langsam. Das kann doch nicht im Spiel sein. Doch, ist schon. Glaub es mir, ist schon. Okay, dann läuft es aber schon eine Weile. Gut, ich habe also, auch Zeit gestellt. Dass die gegeneinander spielen, die beiden Mannschaften, und Punkte zählen. Das hatten wir gerade schon, die Sequenz, oder? Genau, dass die Punkte zählen und die müssen die auch immer laut rufen, das hört man jetzt nicht. Also die sollen ja auch gleich die Hemmungen verlieren davor, in der Halle rumzurufen. Die müssen ja später auch mal Passcodierungen üben, rufen und so weiter, oder hier, ich und so weiter. Das heißt, auch bei dem Spiel muss die Mannschaft für sich selber laut zählen. So, und was hast du gesagt, wie lange spielen die schon? Die jetzt hier? Ja. Zwischen einem und 10 Monaten minus Lockdown. Also irgendwie so zwischen einem Monat und einem halben Jahr vielleicht. Also auch ein bisschen gemixt, ne? Das kommen natürlich immer neue dazu. Wie genau. Viele Co-Trainer sind hier am Start, fragt Nick. Oh, jetzt gerade? Du hattest 4. Bei jeder Gruppe einen, ne? Genau, wir hatten 4. Wir hatten bei jeder Gruppe einen. Aber wir haben normalerweise noch ein paar mehr. Also manchmal sind bei den größeren Gruppen 2 und wir haben normalerweise an dem Langnetz auch 3 Felder. Das ist ja jetzt in den Ferien, da sind gar nicht alle Kinder da. Mhm. Aber ich gucke, dass an jedem Feld mindestens ein Trainer steht. Genau. Wobei du vorher das Training auch vorbereitet hast und die Trainer instruiert hast, was sie dann machen sollen, ne? Genau, also je nachdem, wie erfahren die Trainer sind, und wie viel sie auch machen wollen, kriegen sie von mir eine Liste mit den Kindern, die sie an dem Abend haben und auf welchem Feld sie sind und was sie für Übungen machen und wie sie zählen. Und deshalb haben diese Spielchen bei uns hier alle Namen. Also das ist jetzt Mattenball. Dann muss ich nur hinschreiben, Mattenball mit Pritschen, Team gegen Team oder sowas. Und dann können die da loslegen. Ja. Und bei dem Mattenball ist das Schöne, also jetzt muss man vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, das ist natürlich ein Aufwärmspiel. Also es hat relativ wenig Ballkontakte für ein Pritschen. Also wenn man jetzt 1-gegen-1, wie wir nachher spielen würde, hat man natürlich deutlich mehr Ballkontakte. Man muss aber dann immer so ein bisschen den Ball hinterherwerfen, hinterherlaufen. Und ich weiß jetzt nicht, aus welcher Phase die Sequenz ist, aber normalerweise ist das Gerenne ein bisschen größer. Deshalb dachte ich auch, die spielen noch gar nicht, aber vielleicht spielen sie auch schon eine Weile. Wir haben die Spiele natürlich an dem Abend immer recht lange laufen lassen, damit du viel Filmmaterial hast. Ja, wir können mal nach hinten schalten, oder? Zur zweiten Gruppe. Genau, ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch... Genau, also was ich da zu den Übungen auch noch sagen wollte, was wir jetzt auch sagen können, ist, die bieten natürlich schön Möglichkeit zu korrigieren, weil immer jedes Kind ganz kurz eine Pause hat, seinen Ball geholt hat und sich wieder anstellt und dann ist eine schöne Möglichkeit zu korrigieren. Das wäre jetzt schon so die zweite Stufe. Also die spielen jetzt indirekt mit einem Zuspieler und praktisch immer diejenige, die rübergespielt hat, wird zur Zuspielerin. Und die andere spielt auf die Matte. Kann man tatsächlich auch so machen, dass man innerhalb der gleichen Gruppe, dass die Sieger schon die nächste Stufe spielen und die, die verloren hatten, spielen nochmal die gleiche Stufe und so weiter. Und es gibt auch noch ein paar Zwischenformen. Also zum Beispiel könnte man als eine Zwischenform haben, dass eine Co-Trainerin da zuspielt, damit es ein bisschen kontrollierter ist. Man kann auch diejenigen, die dann Zuspiel spielen, den Ball erstmal in der Hand haben lassen, sich selber anwerfen und zuspielen. Dann ist das Zuspiel ein bisschen kontrollierter. Das ist auch so eine Zwischenstufe, die wir oft machen. Genau, und dann gibt es insgesamt noch ganz viele Varianten bei dem Mattenball, wie gezählt wird. Also das Optimale für eine Matte sind 3 Kinder. Also wir gucken immer pro Matte 3 Kinder. Und wenn es mal nicht aufgeht oder ungerad ist, dann ist das kein Problem. Man kann auch, wenn mal nur 4 Kinder in einer Gruppe da wären, könnte man die auch alle auf eine Matte spielen lassen. Gerade in der ersten Übung, die wir vorhin noch hatten. Und dann zählt jede einzeln. Und dann geht es darum, wer kriegt zuerst 20 Punkte. Und dann spielen sie nicht als Team, sondern gegeneinander. Und das ist, also diese Übung ist, diese Spielform ist total flexibel. Ja, es ist so eine Mischung aus Spiel und eine Wettkampfform, sagen wir. Jetzt ist es ja praktisch so, dass der Ball rübergespielt wird, also relativ geradeaus auf die Matte. Ne? Genau. Gibt es da schon sowas wie ein Feld, dass man die Matte vielleicht mal weiter vor, weiter zurück, weiter nach links, weiter nach rechts verschieben würde? Ja, also wir haben da auch unterschiedliche Sachen manchmal stehen, größere, breitere, schmalere, ganz kleine, nur das Hütchen zum Beispiel mal. Mal steht es ganz dicht am Netz, mal steht es ganz weit hinten. Da kann man jetzt spielen mit dem Trainingsschwerpunkt. Also wenn jetzt zum Beispiel bei der fortgeschrittenen Gruppe es darum gehen würde, auch mal weite
Pritscher zu machen, hinten ins Feld zu pritschen, den dritten Ball zum Beispiel, wenn die dann später mal 2 gegen 2, sollen sie lang ins Feld spielen oder 3 gegen 3, dann könnte man die Matte relativ weit weglegen und auf diese Weise kann man da ganz gut variieren. Von Eva hier nochmal die Rückfrage, ne? Spielt ihr bis zu einer bestimmten Punktzahl oder auf Zeit? Auch das variieren wir. Also manchmal geht es darum, wer hat zuerst 20 Punkte und manchmal, oder 10 oder sowas, und manchmal geht es darum, wir lassen es 5 Minuten laufen und wer hat dann mehr Punkte. Das ist, das Spiel heißt dann gleich und wir spezifizieren einfach die Zählweise. Genau. So, Nick hat eine schlechte Handyverbindung. Ja, Nick, so einen Handyvertrag hatte ich früher auch mal. Barbara, noch mal eine Frage zur Orga. Ja. Wen nutzt du als Co-Trainerin? Sind das Spielerinnen aus anderen Mannschaften? Oder auch haben die eine Qualifikation? Wenn ja, welche? Alles ganz unterschiedlich. Also das ist jetzt eine Sportlehrerin-Mama. Also die da jetzt auf dem Feld gerade ist die Mutter von einem Kind, was bei den 2007ern drüben ist. Die muss die fahren, wir sind hier auf dem Land, und bleibt dann gerade in der Halle. Und die ist Sportlehrerin und ehemalige Volleyballerin. Okay. Und die ist hier. Und auf dem anderen Feld ist gerade tatsächlich auch eine Mama, aber da ist eigentlich eine ältere Spielerin. Also das ist jetzt auch eine Mama, die hilft auch ganz oft im Training. Auch deren Kind ist auf dem mittleren Feld. Das ist eine Trainerin auch, die hat einen C-Trainerschein, glaube ich, einen C-Trainerschein, genau. Und die hier ist aber normalerweise, also das ist normalerweise die Anfängergruppe oder zumindest die Anfänger daraus, die habe ich eigentlich immer selber, weil da möchte ich selber dran sein, und ich habe dann eine Spielerin dabei, die in der höheren Mannschaft spielt, also in der Damen 2, die ist noch ein bisschen, was ist die, 2003er Jahrgang oder so. Die hilft mir dann praktisch. Und das ist auch die Gruppe, wo, wenn bei uns, wir haben ganz oft Spielerinnen, die können jetzt nicht irgendwie mittrainieren, weil sie, keine Ahnung, umgeknickt waren oder sowas. Die kommen meistens auch ins Training und die helfen dann auf den Feldern, machen zum Beispiel die Anspielerinnen oder sowas. Das nutzen wir schon auch aus. Ein Langnetz sieht man hier noch als Hilfsmittel, ne? Ja, wir haben tatsächlich auch 3 Langnetze. Und wir bauen halt je nach Trainingsschwerpunkt auf. Also je nachdem, wie viele Gruppen wir haben, was wir machen wollen. Wenn die 2007er, die hier hinten eigentlich schon 6 gegen 6 spielen, wenn wir ganz viele Kleinfeldspiele machen wollen, dann bauen wir selbstverständlich auch da ein Langnetz auf. Ja, so, jetzt muss man sagen, kann man ganz normal bestellen. Ne? Im Volleyballfachhandel kann man die Meterzahl angeben, kann man vorher abmessen in der Halle, wie lang soll es sein. Wenn man es nicht hat, man kann 2 normale Netze zusammen machen und dann mit so einem Karabinerhaken oder sowas dann eben in der Mitte zusammen machen und dann auch versuchen, dort zu spannen. Also so ein bisschen Kreativität. Und der Vorteil ist, gerade bei Anfängern, man braucht ja nur kleine Felder und man kriegt dann einfach wesentlich mehr auf der Breite unter. Ne? Genau. Also das sind jetzt, glaube ich, die Langnetze sogar von der Schule. Ich weiß gar nicht, ob wir die angeschafft haben. Ich glaube, die hatte die Schule irgendwann angeschafft. Die spielen ja auch ganz viel mit Langnetz. Ja. Ich kenne viele Hallen, wo die Schulen sowas wegschließen. Ne, dann hat eine Schule sowas vielleicht, aber man kommt halt nicht dran. Ne? Ja, aber mit unserer Schule sind wir ja eng verbunden. Da ist ja auch Christian in der Nachmittagsbetreuung aktiv und das würden die nicht machen. Da kommen wir sogar, wir haben auch für alles Schlüssel, auch für die Schulschränke. Ja, ist durchaus ein Vorteil. Durchaus. Durchaus ein Vorteil. So, an die Gemeinde draußen, ne, wenn ihr Fragen habt, es wurde schon rege Gebrauch davon gemacht, den Chat zu benutzen, also gerne Fragen, die wir hier zwischendurch mal so diskutieren sollen oder können, ruhig mal reinschreiben, dann gehen wir drauf ein, wann immer es mir auffällt, dass da jemand was in den Chat reingeschrieben hat. Aber Barbara, das ist, was du jetzt im Nebensatz eigentlich gesagt hast, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Es ist immer ein Geben und Nehmen auch mit der Schule. Ne? Also wenn Christian da natürlich da ist und auch Unterricht macht, dann wird man auch mit der Schule ganz anders zusammenarbeiten. Ja, dann wird es halt genauso nicht passieren, dass das irgendwo weggesperrt ist oder sonst irgendwas. Genau, also wenn wir zum Beispiel Materialien finden, die eigentlich in Schränke gehören, dann schließen wir die dann auch weg, wenn die liegen geblieben waren. Und auch die Schule packt unsere Sachen weg, wenn die Sachen von uns finden. Das ist echt, auch mit den anderen Abteilungen ist es bei uns eigentlich sehr, sehr freundschaftlich, glücklicherweise. So, Marius fragt hier, ne? Leichtbälle, nutzt ihr Leichtbälle? Ja, bei den noch kleineren. Wir haben ja noch so eine Ballsportgruppe und wir haben auch noch jüngere als die da jetzt gerade sind, falls die noch früher anfangen wollen. Also die Jüngsten, die so richtig volleyballspezifisch trainieren, die sind so 7, 8. Da haben wir auch noch eine Gruppe und wir haben noch eine Gruppe, die so ganz gemischt Ballsport macht. Alle möglichen Sachen mit Ball.
Und die haben leicht, also die haben auf jeden Fall Leichtbälle und die Anfänger haben am Anfang auch Leichtbälle, die etwas jüngeren. Gerade wenn es dann 1 gegen 1 gespielt wird, dann da laufen die Spiele einfach länger, weil der Leichtball schöner fliegt, langsamer fliegt, nicht so weh tut auf den Fingern. Beim Pritschen einführen nehme ich eigentlich trotzdem immer die schweren einmal raus. Weil ich finde, die fallen schöner tief ins Körbchen rein und prallen nicht so gleich von den Fingerspitzen ab. Aber auf jeden Fall, also wenn die jetzt hier baggern würden, die ganz vorne, dann würden die sicher auch wieder den Leichtball. Die nennen wir Mini-Hausenbälle, diese Leichtbälle. Das steht auch drauf. Christoph schreibt hier noch einen Tipp, anstatt Landnetz, ne, so ein 10 cm breites Saturnband von einer Rolle. John Kessel hat das mal empfohlen. John Kessel, sehr bekannt aus Amerika und hat dort viel im Bereich Trainerausbildung, Weiterbildung gemacht. Sein Sohn Cody spielt aktuell noch in Berlin, glaube ich, ne, in der ersten Liga. Genau, hat gestern im Halbfinale gespielt. Ja. Und gewonnen, ne? Und gewonnen, ja. Ja. So, dann haben wir Katharina noch. Wie viele Kids habt ihr insgesamt? Ja, das habe ich doch noch nicht mal gezählt. Also über alle Jugendaltersklassen hinweg ungefähr 90. Jetzt montags im Training ungefähr 40. Also das sind ja jetzt nicht alle. Normalerweise sind hier 3 Gruppen an dem Langnetz. Manchmal ist im mittleren Hallendrittel auch ein Langnetz. Und wir haben auch natürlich ältere Jugendliche, die schon fest in Damenmannschaften integriert sind und kein separates Jugendtraining mehr haben. Und wir haben auch parallel noch eine Jugendgruppe, die läuft parallel zu diesem Training in einer anderen Halle, in einem, weiß nicht, 2 Kilometer weit weg ungefähr. Und da sind so 16-, 17-jährige Anfänger. Das haben wir auch noch. Das kommt auch ganz gut an. Also so die dann im Strandbad Beachvolleyball spielen wollen und dann wollen sie Volleyball lernen oder die im Leistungskurs Sport irgendwie Volleyballprüfung machen. Da haben wir auch immer mal nochmal Anfänger. Und die bleiben dann in dieser Jugendgruppe, bis sie auch in irgendeine Damenmannschaft oder in die Hobbymannschaft, wenn wir auch Hobbymannschaften übergehen. Von Eva hier nochmal die Frage, spielt man in Baden-Württemberg mit dem Leichtball in der U12? Nee, wir sind da auch heiß am Diskutieren. Es gibt Dinge, die dafür sprechen, Dinge, die dagegen sprechen. Wenn wir U11-Turniere machen, die richten wir dann selber aus, weil wir einfach U11-Kinder haben und es haben gar nicht so viele Vereine, dann spielen wir mit dem Leichtball auf jeden Fall. Und Leichtball, ich glaube, also bei uns ist es eigentlich so, die Kinder, die in der U12 starten und wirklich U12-Alter sind, die kommen sehr gut mit dem normalen Volleyball klar. Also, weiß nicht, bei uns im Verein zumindest. Die Kleineren, wenn die bei der U12 mitspielen, dann wäre für die besser, einen Leichtball zu haben. Aber da wir ja auch U11-Turniere und sowas ausrichten, sodass die dann auch Möglichkeiten haben, Turniere mit einem Leichtball zu spielen, es ist jetzt nicht so schlimm. Wobei ich schon ganz oft gedacht hatte, wenn ich so ein ganz junges Team hatte, also das kleine Nesthäkchen, die da rumläuft, die hat auch schon in dem Jahr davor schon U12 mitgespielt und da tat sie sich natürlich schwer mit dem schweren Ball. Aber da war sie ja auch noch U10 und hat U12 gespielt. Wir gucken mal eben durch. Also das ist jetzt im Grunde die mit der wenigsten Volleyballerfahrung bisher, ne? Genau, so bis dann ein Jahr. Dann haben wir gehabt diejenigen, die so ein bisschen weiter sind, wo es dann mit dem Anspiel und Zuspiel im Grunde dann weitergeht. Mhm. Und dann kommen wir aufs mittlere Drittel in der Halle. So, genau, jetzt sind wir bei der U14. Die spielen so rund 2 Jahre, manche ein bisschen länger. Und die spielen jetzt ein Spiel, das nennen wir Königsball. Das ist jetzt ein Königsball mit Aufschlägen. Auch das könnte man mit Pritschen spielen für die Anfänger, machen wir auch manchmal. In dem Fall ist es jetzt so, dass man einen Punkt kriegt, wenn die Königin ihn auf der Matte fängt, den Ball. Hier wird jetzt gerade jedes Mal gewechselt. Man kann aber auch wechseln, erst wenn die Königin den Ball auf der Matte gefangen hat. Und ansonsten gibt es nochmal einen weiteren Aufschlag. Das ist jetzt zwar auch nicht eine höhere Ballfrequenz, aber für einen Aufschlag schon eine recht hohe Ballfrequenz oder Ballkontaktfrequenz. Ich mache das übrigens lieber mit Reifen, also dass da nicht Matten sind, über die man stolpern kann, sondern Reifen. Aber es gibt tatsächlich in dieser Halle keine Reifen. Mhm. Und genau, was wir jetzt wahrscheinlich anschaffen, sind so Tanzmatten. Die sind so dünn, dass man spürt, wenn man draufsteht, also man spürt, dass man mit einem Fuß drauf ist, aber das hat keinen so einen Rand, über den man stolpern kann.
Und Roman, die Frage, dürfen auch Jungs mit trainieren? Die Jungs sind gerade im anderen Hallendrittel. Also wir haben noch einen Anbau mit einem vierten Feld und da sind gerade jetzt die Jungs drin. Ja, kann ich aber schon verraten, da haben wir keine Aufnahmen gemacht von Jungs. Nee, ne? Haben wir keine Aufnahmen gemacht. Das schreit ja quasi danach, dass ich nochmal vorbeikommen muss. Genau, unbedingt. Und die Jungs haben freitags noch die ganze Halle mit allen Dritteln. Also das ist einfach, das, wir haben Jungs und Mädels, auch bis auf die Ballsportgruppe, da können Jungs und Mädels zusammenhängen. Ja, wenn so die 6-7-Jährigen. Und dann teilen wir schon auf, weil wir eigentlich auch genug haben. Genau, jetzt haben die da unten ihre Punktzahl erreicht, setzen sich hin. Das heißt, da haben sie jetzt gerade was auch immer erreicht. Ach ja, vielleicht sollte ich was zu dem Eimer sagen, oder? Der Eimer, der da steht, ja. Der steht da, eigentlich sollte der da nicht stehen. Ne? Und jetzt sieht man auch, was da das Malheur ist. Nee, tatsächlich sollte der da nicht stehen. Es hat reingeregnet. Das ist halt, wie gesagt, wir sind jetzt kein Profiverein, wobei das soll es ja selbst bei den besten Häusern passieren. Deshalb werden auch einige Übungen jetzt ein bisschen abgewandelt, weil der Eimer steht natürlich auch sehr ungünstig. Ja. Also ich kann mich erinnern, als ich ankam an der Halle mit dem Auto und mein ganzes Equipment ausgeladen hatte, da war es noch trocken. Und während wir also drin dann die Kameras und so weiter alles aufgebaut haben, da fing es an draußen zu prasseln. Und ja, jetzt so nach dem ersten Aufwärmen, da regnet es dann deutlich da an der einen Stelle rein. Ne? Ja. Zum Glück noch nie in einem Bundesligaspiel passiert, sondern nur im Jugendtraining und im Bundesligatraining auch, ja. Hier ist die Frage, wie kommt ihr an die ganzen Kids? Kooperation mit Schulen, Werbemaßnahmen, spricht es sich rum? Oh, da könnte ich einen ganzen Vortrag überhalten. Zusammengefasst, wir haben eine Kooperation mit einer Schule, eben mit der, von der ich vorhin gesprochen habe, die da direkt nebendran ist. Wir haben Volleyball macht Schule bei uns mit Simon Stegmann. Da sind wir ein Partnerverein. Die gehen immer in die dritten und vierten Klassen oder in die vierten Klassen. Wir haben aber ganz viel Freundin wirbt Freundin. Und wir haben auch Wartelisten in den Gruppen. Wir machen ganz viel, wenn wir irgendwas gewinnen oder wenn wieder irgendein tolles Event war, dann berichten wir davon. Wir machen Videos von unseren Events, wenn wir auf einem Turnier mit Zeltübernachtung waren. Und genau, also... Also wenn Simon Stegmann, muss man sagen, der ist beim VfB Friedrichshafen dort, ne? Und genau. Koordiniert dort den Jugendbereich und macht ganz viel Jugendtraining. Und da geht er dann in die umliegenden Schulen. Ihr seid jetzt so, ich glaube, es war eine halbe Stunde mit dem Auto ungefähr entfernt. Ja, genau. Ne? Und es geht also dann darum, dass natürlich so ein Erstligaverein da natürlich eine große Strahlkraft in der Region hat und man dort dann eben ganz viel mit den umliegenden Schulen machen kann. Aber eben nicht, dass das Ziel besteht, jetzt alle anderen Vereine dadurch im Grunde auszusparen, sondern die Spieler, die da aus dem Umland kommen, sollen auch in den umliegenden Vereinen dann trainieren. Ne? Genau, das ist tatsächlich so, dass das den Volleyballsport in der Region insgesamt stärken soll, dieses Projekt. Und das tun sie auch, weil es ist praktisch so, dass wir die Schulen in unserem Einzugsgebiet, die werden dann zu Volleyball macht Schule mit uns und Simon Stegmann eingeladen und die in den Einzugsgebieten der anderen umliegenden Städtchen und Orte, die werden dann zu Volleyball macht Schule mit dem Verein eingeladen und dann bei den Turnieren kriegen die dann auch irgendwelche Zettel mit den Trainings, wir halten dich für besonders talentiert, kommst du uns ins Training und da steht dann der jeweilige Verein drauf. Und das heißt, es ist nicht so, dass Simon da primär nur für sich seine Jungs sucht. Sicher auch, also die großen Talente, die lassen wir dann ja auch gerne ziehen. Also das ist ja das, was die in Friedrichshafen bieten, können wir nicht bieten mit hauptamtlichen Trainer und 4 Trainingszeiten und Top-Bedingungen. Und wir geben uns schon größte Mühe, aber das können wir nicht bieten. Und dann ist es auch völlig okay, wenn dann mal ein großes Talent rüberwechselt. Ja. Jetzt haben wir in den Übungen, die wir sehen, Barbara, immer ganz viel auch Steigerungen drin, ne, wo etwas verändert wird. Genau, also da müssen wir vielleicht bei der Übung jetzt, also das ist ja so eine allererste Aufschlagübung, jetzt wird es zu einer leichten Aufschlagannahmeübung. Wir trennen ganz oft den Aufschlag vom Zielspiel, um damit das Zielspiel nicht kaputt zu machen. Und das ist jetzt so die allererste Aufschlagannahmeübung, die die so kennenlernen. Jetzt müssen die annehmen und der Ball muss auf der Matte gefangen werden. Die Matte liegt jetzt gerade relativ mittig, aber die legen wir auch mal ganz weit nach rechts und ganz weit nach links, dass man so von den verschiedenen Positionen die Annahme simuliert, immer Richtung Zuspielort. Und jetzt ist das Ziel natürlich, dass die Spielerin auf der Matte den Ball fängt, die Zuspielerin.
Das kann man auch noch mal weiterführen. Also wir haben jetzt, als wir die Aufnahmen gemacht haben, hier aufgehört. Aber wir haben es auch oft, dass dann noch eine Angriffshandlung dazu kommt, so nach und nach. Also dann machen wir 2 Runden von der ersten Übung, dann 2 Runden von der zweiten Übung und dann kommt die Angriffshandlung dazu. Das ist dann meistens ein Lob auf die Matte. Das heißt, dann liegt die Matte auf der anderen Seite und ich schließe noch mit einem Lob darauf ab. Und dann gibt es auch manchmal, dass die Aufschlagspielerin die Matte verteidigen darf. Gerade wenn wir dann mit anderen Zählweisen spielen, kann man da verschiedene Formen sich überlegen oder 2 Matten da sind und die soll auf die Matte spielen, wo keine Gegnerin steht und solche Sachen. Aber du zählst das immer noch zur Aufwärmübung, weil es ist nur so ja, das ist eine Aufwärmübung da mit drin. Ja, also ja, man sollte ja, also, auch jetzt mehrere hintereinander abfolgende Aktionen machen für eine Annahmespielerin oder sowas, aber du zählst das noch voll zum Aufwärmen und willst das also, einfach da bewegen, oder? Wir haben meistens noch ein ganz gemeinsames, ging jetzt unter Corona nicht, so ein ganz gemeinsames, ganz allgemeines Aufwärmen vorne dran. Nur ganz kurz, also zum Beispiel irgendwelche durch die Halle prellen mit irgendwelchen Aufgaben, andere durch die Halle jagen und denen den Ball wegschnappen, Aufgaben. Das hatten wir vor Corona auch so, dass alle 30 bis 40 Kinder, die in der Halle waren, da waren auch die Vorhänge immer oben, das dann gemeinsam gemacht haben. Und dann kamen diese volleyballspezifischen Aufwärmübungen, also auch manchmal irgendwelche Übungen mit Werf- und Fangspielen und Mattenball, da habe ich so aus meinem Handballrepertoire natürlich ganz viele. Und das ist so, dass ich würde mal sagen, der zweite Teil vom Aufwärmen ist etwas volleyballspezifischer Aufwärmen, aber auch wieder sehr laufintensiv. Also da ist jetzt nicht das Ziel, dass wir jetzt gerade an irgendeiner Technik feilen, in der jetzt zum Beispiel, auch wenn es immer wieder kleine Korrekturen gibt, sondern das soll warm machen, die sollen rennen. Das ist ja im Grunde dann auch die Antwort hier für die Frage von Eva, die ich gerade hier eingeblendet habe, ne? Dass sie dann nochmal fragt, ob es was Spezielles gibt, Mobilisation, Kreisen für Schultern, wenn dort mit Schlagen. Nee, also da könnte man jetzt zum Beispiel, bevor wir mit der Schulter anfangen, gleich mit auflegen, haben wir oft so Spielchen, wo sie den Ball mit so Fußballeinwürfen immer werfen müssen. Das könnte jetzt ein schönes Spielchen sein, was für diese Übung vorbereitet. Okay. Gut. Aber unser Montagstraining ist alles Aufwärmen mit Ball. Hier fragt Markus gerade, Barbara, du sagst immer, manchmal machen wir das und manchmal das. Ne? Ist das spontan oder gibt es einen Gesamtplan, wann du was machst? Also ich kann in dem Kontext jetzt keine Schwellentrainerin mehr sein, die über die Schwelle kommt und dann ihr Training plant, auch wenn ich natürlich dynamisch anpasse, ganz gerne. Aber ich habe ja die Trainings für den ganzen Trainingsabend schon geplant. Das heißt, ich sitze zu Hause und mache mir, das ist das Montagstraining, mache ich ganz gerne dann am Sonntag, mache mir Gedanken, was mache ich mit welcher Gruppe und wir haben natürlich so einen roten Faden, an was arbeiten die gerade und dann überlege ich mir, was ist deren Trainingsschwerpunkt. Wir haben ja auch so eine Roadmap, was wir in welcher Jugend für Ziele haben und dann überlege ich, wenn wir jetzt zum Beispiel hier was mit Schlagen machen, überlege ich, oder mit Aufschlägen machen, überlege ich mir, was wäre denn da ein gutes Aufwärmspielchen kurz vorher, also das ist immer ein bisschen anders und so semi-spontan, würde ich sagen. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Ja, aber du musst ja eben schon planen. Wenn du da die ganzen Co-Trainer einbindest, ne, dann kriegt da ja jeder von dir etwas. Genau. Also bis 16 Uhr müssen alle Kinder ab oder zugesagt haben. Also zugesagt eigentlich nicht, die sagen nur ab, wenn sie nicht kommen. Und dann mache ich die Einteilung final. Und dann schiebe ich so ein bisschen rum, dass es auch einigermaßen aufgeht. Wobei hier gerade bei diesen Spielchen, wir nennen die ja Staffelspiele, die kann man sehr gut an unterschiedliche Kinderzahlen anpassen. Und auch unsere Trainer sind da schon ganz geübt drin. Die wissen, oh, es waren 5 geplant oder 6 Kinder geplant, jetzt habe ich nur 5, dann mache ich nur eine Matte und die zählen individuell. Also das sind so die ersten Trainerskills, die dabei lernen, wie passe ich jetzt die Übung an. Oder eine tut sich weh und kann nicht mehr mitspielen. Da musst du ja ganz spontan umplanen. Und das geht bei diesen Spielformen total gut. Weil es ist ja gar nicht mal unbedingt notwendig, dass die Gruppen gleich groß sind. Sind hier, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, das sind 4 gegen 5 gerade. Okay. Genau. So, dann sind wir schon auf dem letzten Drittel, wo wir jetzt hin müssen, oder? Genau, also das hier, wie gesagt, heißt Königsball bei uns. Gut, jetzt das Spiel heißt Bingo. Was man jetzt nicht sieht, weil wir natürlich nicht an den farblichen Kontrast gedacht hatten, auf diesen Matten liegen
blaue Gegenstände, nämlich so Füßchen. Ja. Wir haben so Gummifüßchen, so, die gehörten zu diesem Set von Gummilinien, die wir immer als Spielfeldmarkierungen benutzen. Und die beiden Mannschaften spielen gegeneinander. Das ist deren Aufwärmspielchen. Die sollen einen Stemmschritt machen und den Ball auf die Matten lobben. Und immer wenn sie eine der Matten getroffen haben, dürfen sie sich dieses Füßchen nehmen und zu sich bringen, praktisch ins Haus bringen, zu sich nach Hause. Und dann, wenn sie die Matten abgeräumt haben, dann sind sie Bingo. Und dann, das sieht man vielleicht auch nachher irgendwo, dann setzen sie sich alle ganz kurz, also die sollen jetzt nicht rumsitzen oder so, aber die setzen sich ganz kurz hin und rufen Bingo. Das sind jetzt Spielerinnen, die wie viel Erfahrung haben im Volleyball? Wie lange schon spielen die? Die spielen so 2 bis 3 Jahre. Also da sind ein paar Quereinsteiger dabei, hier eine ganz große, die kam vom Leichtathletik, die spielt noch nicht so lange, aber die meisten spielen so, ja, schon an die 3 Jahre. Und wir haben Bingo, heißt es dann immer, oder? Bingo, genau. Wir haben Bingo. Genau. Jetzt variiere ich die Übung und schiebe die Matten etwas näher ran, weil es war dann doch irgendwie zu einfach, die netznahe Matte zu treffen. Also die Matten können auch ganz unterschiedlich liegen. Jetzt liegen wir halt gerade ein kurzer Lob hinter dem Block, ein langer Lob und ein kurzer Lob seitlich in die Mitte. Und jetzt habe ich sie gerade ein bisschen verschoben. Die Hütchen sind eigentlich nur wegen des Corona-konformen Anstehens da. Und die Hütchen, die am Netz stehen, sie sind dafür da, dass sie diese seitlichen netznahen Matten, dass sie da nicht hinlaufen und von da spielen, sondern sie müssen tatsächlich, ich glaube, jetzt sage ich es gerade sogar nochmal, nee, jetzt sehen wir die Füßchen, dass sie gerade auslaufen und dann seitlich spielen und nicht seitlich laufen und dann nach vorne spielen. Und so. Als ich die Videos, also sehr schöner Einwand, weil als ich die Videos gesehen habe, dachte ich, oh Gott, sind die an dem Tag unkonzentriert und fahrig. Also das, oder Andreas, hatten wir doch irgendwie so den Eindruck, weil die Übung teilweise ja so sehr lange lief. Ja, also wir haben ja teilweise so eine Übung, die wir sonst 10 Minuten machen, wirklich eine halbe Stunde lang gemacht. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ansteckend. Es ist Training bei uns zwar immer irgendwie so ein bisschen lustig, aber sehr diszipliniert. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen streng. Jetzt müsste man mal die Mädchen fragen. Frage Barbara, also man sieht eigentlich hier nur einen parallelen Absprung. Achtet ihr darauf, dass ihr mit dem gegenüberliegenden Fuß Überholung? Ja, eigentlich schon. Also das ist tatsächlich sowas. Also die, zum Beispiel die jetzt gerade springt auf der linken Seite, die macht es ganz gut. Wir haben so ein paar Turner dabei. Da haben wir jetzt im Lockdown auch ganz viel dran gearbeitet und haben so Kleberle auf dem Boden gemacht, weil die immer, die sind es gewohnt, so einen Anschlussschritt zu machen, wenn sie abspringen mit 2 Beinen, so auf dem Sprungbrett zum Beispiel. Und der war immer zu kurz. Und da haben wir jetzt, das haben wir jetzt im Lockdown echt gut verbessern können, indem wir so Stemmschritt-Parcours immer gemacht haben. Und das machen sie mittlerweile ein bisschen besser. Da ist es tatsächlich teilweise noch nicht so gut. Ist aber auch, das ist ja jetzt noch gar nicht so die ganz typische Situation. Jetzt kommt ja die Situation mit dem Zuspiel. Ich glaube, da ist es bei manchen schon ein bisschen besser, weil die konzentrieren sich jetzt halt viel auf den Ball, den sie sich ja auch noch anwerfen müssen. Und das ist ja, das hemmt die Bewegung so ein bisschen. Und jetzt kommt das Gleiche mit Zuspiel. Aber ich sehe schon gleich, da war gerade die erste Turnerin. Genau. So, hier müssen die Spielerinnen auch dran denken, ne, dass sie die Zuspielposition einnehmen, ne, nachdem sie den Ball gespielt haben. Genau, als wir die Übung das erste Mal gemacht haben, da war das immer ganz viel Geschrei, Zuspiel, Zuspiel. Weil jetzt ist es nämlich so, dass diejenige, die zugespielt hat, die muss das Füßchen von der Angreiferin holen, was die Angreiferin gewonnen hat. Und die Angreiferin muss zuspielen gehen. Aber das klappt jetzt schon ganz gut. Also das ist vielleicht, wenn man das zum ersten Mal macht, ein bisschen chaotischer. Genau, jetzt kommt gerade der Trainer. Also das ist der Yoshi, der musste noch arbeiten. Und das ist auch so ein bisschen ungünstig, weil er natürlich ins laufende Training reinkommt. Aber wir waren ja Ferien, wir haben ein bisschen früher angefangen. Und jetzt haben wir gerade hier Gruppenübergabe. Ich erkläre mir jetzt gerade, was wir machen. Und er übernimmt dann gleich. Braucht dann natürlich aber erstmal einen Moment, bis er da so drin ist. Ich habe mal zwischendurch eine Frage an Uwe.
Uwe, du bist ja auch Landestrainer bei uns in Niedersachsen und wir haben jetzt ja hier ganz verschiedene Leistungsstufen so gesehen, die sich jetzt hier mit diesen ersten Übungen so ein bisschen aufwärmen. Was ist so die Leistungsstufe, die die Landestrainer zuerst haben? Wie viel Volleyballerfahrung haben die, wenn ihr zum ersten Mal sichtet? Oh, die Erfahrung ist ganz unterschiedlich. Wir sichten eigentlich bei den Mädchen U12- und U13-Jährige. Und natürlich in Niedersachsen, in einem riesigen Land, gibt es vereinzelt Vereine, wo die vielleicht wirklich erst kurz vor der Sichtung mit Volleyball begonnen haben, sozusagen. Aber unsere Leistungsvereine, da spielen die Mädchen wirklich schon seit dem Grundschulalter. Also wenn die dann zur Sichtung kommen, die haben dann schon 3, 4, 5 Trainingsjahre teilweise hinter sich. Also da sind wir natürlich nicht. Also wir fangen zwar früh, also ich finde schon relativ früh an, so im Gegensatz zu den anderen Vereinen bei uns in der Region, aber wir hatten tatsächlich, als unsere in den Bezirkskader übergegangen sind, die guten von denen, da hatten die teilweise auch erst ein paar Monate gespielt. Und ich habe ja jetzt den Bezirkskader, also ich trainiere ja auch den Bezirkskader bei uns im Schwarzwald-Bodensee, das sind so die U12, U13, also das ist so die erste Kaderstufe. Und da haben wir auch immer wieder Vereine, da kommen, also gerade die vom jüngeren Jahrgang, die kommen dann erst im Laufe des Kaders überhaupt dazu und fangen an mit Volleyball spielen. So, einfach ein bisschen beeilen. Klar, das gibt es bei uns auch. Du hast es ja nicht, das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also, aber die, ich sag mal so, jetzt namentlich Emlichheim oder auch Laaten, also die fangen in den Grundschulen in der dritten Klasse an mit den ersten Übungen und machen da ihre ersten Projekte. Ja, ne? Wenn die dann zu uns kommen, haben die teilweise schon 3, 4 Jahre Balltraining, muss ja nicht speziell Volleyball sein, schon gemacht. Ne? Nick fragt hier nach Folgehandlungen für die Zuspielerin. Ja, das wäre tatsächlich noch eine schöne Variante gewesen, wenn die Zuspielerin jetzt noch in die Sicherung müsste. Ja, also das heißt, macht ihr, haben wir nur zufällig nicht auf Kamera, ne? Zufällig. Nee, tatsächlich gebe ich ganz offen zu, dass wir das noch nicht gemacht haben und dass ich das jetzt direkt mitnehme, weil das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Eigentlich haben wir oft Folgehandlungen, aber da ist es jetzt irgendwie so, die gehen nur das Füßchen holen, das ist ja langweilig. Da kann man sehr schön noch eine Sicherung hinzufügen. Das ist also gerade für das Alter, die ja jetzt in ihrem ersten Großfeldjahr sind, ist es eigentlich auch schön. Sehr gute Idee. So, ich gucke gerade mal, was ist. Wie oft trainieren die Mädels pro Woche, fragt Ronny. Die meisten 2-mal die Woche. Also wir haben natürlich beschränkte Hallenkapazitäten. Manchmal haben wir den Luxus, dass ein paar noch in der Damenmannschaft mittrainieren können. Also die spielen alle auch schon in einer Damenmannschaft, aber unter sich. Also das ist hier eine Damenmannschaft, Damen 4 ist es bei uns. Und wenn sie dann irgendwie noch bei den Damen 3 oder 2 mittrainieren können, dann haben sie noch eine dritte Trainingseinheit. Wir haben noch eine weitere Schule, mit der wir kooperieren. Da ist der Fabi Kohl Trainer, falls es jemandem was sagt. Der ist da Lehrer und der hat noch eine sehr, sehr gut geführte Volleyball-AG, die schon sehr toll arbeitet. Da haben viele von den Kindern auch nochmal eine Trainingsmöglichkeit, weil ganz viele an dieser Schule sind. Und aber so, wir können eigentlich nur 2 anbieten. Aber einige sind ja auch in diversen Kadern und haben da nochmal zusätzliche Trainingsmöglichkeiten. So, jetzt hast du, jetzt haben wir einmal so die Gruppen, die wir hier unterschiedlich haben, einmal so durch. Das waren die Staffelspiele. Und genau. Wir sagen im Grunde nochmal, Staffelspiele ist ja immer, du hast eine Aktion, dann rennst du irgendwie deinen Ball hinterher, holst den, stellst dich wieder an und es dauert relativ lange, bevor du die nächste Aktion hast. Aber das ist alles Aufwärmen. Ne? Genau, das ist alles Aufwärmen. Und was man jetzt noch unbedingt sagen muss, ist, dass diese 3 Spielformen, die wir jetzt gesehen haben, Mattenball, Königsball und Bingo, kann man jetzt auf jede der Gruppen anpassen. Also man könnte das mit den verschiedenen Matten jetzt auch ja mit Pritschen, mit der Anfängergruppe machen. Und auch das mit dem Königsball kann man mit Pritschen machen. Und auch das hier kann man mit der mittleren Gruppe auch in irgendeiner Form machen, mit weitliegenden Matten, die sie mit einem langen gepritschten Ball spielen müssen und so weiter. Das heißt, diese 3 Staffelspiele, die ziehen sich, die kennen auch alle Altersklassen bei uns. Und das Schöne ist, wenn jetzt ein Kind irgendwie mal in der höheren Gruppe mittrainiert, was ja durchaus immer wieder mal passiert, dann kennt die das Spiel schon. Die muss dann nur halt mit einer anderen Technik das Ganze machen. Also, aber die weiß auch schon, wie das Ganze funktioniert. Und ich finde es total wichtig, weil wenn man jedes Mal mit einer neuen Übung, also mit einer komplett neuen Übung anfängt, dann dauert es immer so lange, bis sie die verstanden haben. Und da geht so viel Trainingszeit verloren. Deshalb haben wir eigentlich relativ
so eine Sammlung von Regelwerken und die, mit denen spielen wir dann in den Details. Eva fragt hier nochmal, ob die Jugendlichen dort auch in zwei verschiedenen Altersstufen im Jugendbereich spielen oder nur in ihrer eigenen Altersklasse. Nein, eigentlich immer in ihrer und in der eine höher. Also die allermeisten, wenn, außer es ist überhaupt nicht möglich, weil sie zum Beispiel erst gerade angefangen haben und es schon schwer ist, dass sie überhaupt in ihrer eigenen Altersklasse spielen. Gut. Das würde ja heißen, dass sie doppelte Jugendspieltage haben dann. Also sowohl, was weiß ich, U16 und U18 oder U14 und U16. Ja, das ist bei uns auch bitter nötig, weil wir spielen immer direkt Bezirksmeisterschaften. Wir haben keine Vorrunden und sowas, weil es bei uns so wenige Teams im Bezirk gibt, dass das unter Umständen sein kann, also wenn jetzt zum Beispiel eine U13 spielt und die noch nicht bei irgendeiner Damenmannschaft mitspielt, dann hat die nur zwei Spiele, wenn sie nicht in, also wir haben ja immer mehrere Mannschaften bei den Jugendspieltagen und meistens kommen die ersten zwei Mannschaften von uns weiter. Wir haben ja teilweise bis zu vier Mannschaften in der Altersklasse und dann kann es ja sein, dass das sonst das einzige Turnier ist, diese einen Bezirksmeisterschaften. Deshalb spielen die, wenn es irgendwie geht, bei den Älteren auch noch mit und ansonsten, wenn wir so merken, es ist trotzdem zu wenig, dann richten wir einfach immer selber noch was aus. Haben wir schon Osterturnier und Schlossseeturnier und was auch immer alles gemacht. Aber die zwei Altersklassen brauchen sie allein schon deshalb, damit sie ein bisschen Spielpraxis, also Wettkampfpraxis haben. So, Spielpraxis ist eigentlich jetzt genau das Stichwort für das, was hier schon läuft. Ne? Hier wird jetzt, die Staffelspiele haben wir verlassen, hier wird jetzt gespielt. Genau, das ist jetzt 1-1. Wir hatten es ja vorhin mit relativ wenig Ballkontakten und viel Gerenne und jetzt haben wir 1-1 Spielformen, die ziehen sich tatsächlich bei uns durch die ganzen Altersklassen so bis in die U15, U16. Ist auch noch so ein, also das ist zum Beispiel jetzt nicht, das kommt nicht typischerweise nach dem Staffelspiel, außer jetzt bei den Anfängern, da kommt es tatsächlich oft nach dem Staffelspiel. Aber bei den Älteren ist es auch so anstatt, also das ist auch für die Älteren ist es einfach eine Aufwärmspielvariante, dass sie irgendwie ein 1-1 Spiel machen mit Auf- und Abstieg. Aber für die, gerade für die ganz Kleinen, da spielen wir ganz, ganz viel 1-1. Und das ist jetzt hier, so, das ist bekannt als Kaiserfeld. Bei uns heißt es eigentlich 1-1 mit Auf- und Abstieg. Wir müssen uns unbedingt einen besseren Namen dafür überlegen. Und es gibt aber ein Kaiserfeld, das ist das höchste Feld, das ist, nee, das ist das unterste Feld. Ach so. Genau, das letzte, was du gezeichnet hast, das wäre jetzt das, in das man aufsteigt nach einer Zeit. Da machen wir immer eine Zeit, also irgendwie 5 Minuten und dann, wer gewonnen hat, steigt auf, wer verloren hat, steigt ab. Und genau, das ist so das erste 1-1. Hier kann man mit der Feldgröße spielen, mit der Netzhöhe spielen. Also das ist jetzt hier tatsächlich ein bisschen schwierig, dass die so unterschiedlich groß sind. Also in der Mitte, wo die Kleinen jetzt angefangen haben, ist es ein bisschen niedrig das Netz und bei den Großen ist es ein bisschen höher, aber das ist, unser Netz hängt auch meistens schräg in der Halle, weil wir unterschiedliche Altersklassen an dem Netz haben, sodass es, dass an dem höheren Netz eher die Größeren spielen und an dem niedrigeren die Kleinen. Das ist hier nicht ganz optimal gerade, weil die werden nachher auch auf- und absteigen und dann werden sie teilweise an ein zu niedriges oder an ein zu hohes Netz wechseln. Genau, das sind die Linien, die bei den Füßchen dabei waren oder die Füßchen, die bei den Linien dabei waren. Genau, ne, da liegen Markierungen. Man sieht das vielleicht nicht ganz so genau jetzt im Video, aber es sind wirklich Markierungen hingelegt worden, sodass jedes Team hier wirklich sein eigenes Feld hat und auch darauf achtet, ob der Ball jetzt aus ist oder ob er drin ist. Ne? Absolut, ne, das nehmen die teilweise ganz genau. Ja. Genau, und das ist also, ich finde 1-1 Spielformen gerade in so in der Aufwärmphase oder bei den Anfängern auch wirklich teilweise am Anfang noch als Zielspiel einfach super, weil du hast, es gibt keine Spielform, wo du so viele Ballkontakte hast. Und gerade wenn du jetzt, also da hinten, die spielen ja gerade so ein Baggerspielchen 1-1, wobei es da nicht genug Felder für jeden gibt, da sage ich gleich auch noch was dazu. Gerade Baggerspielchen. Wir machen so viele Baggerspielchen, damit die Praxis kriegen in ihrem Bagger. Das ist ja echt was, da tun sich die Mädels oft ganz schwer. Und genau, deshalb spielen wir wahnsinnig viele Baggerspielchen und die Anfänger spielen oft Pritschen. Leo, die hebe ich mir auf, die Frage, weil das wirst du gleich sehen, wenn wir durch die Hallen wandern. Tatsächlich ist es so, dass jetzt, ich weiß nicht, ob wir da hinspringen können, die Phase, wo die schwierigere Übung auf dem Feld hier ist, also wir spielen dann auch oft mit dem Schwierigkeitsgrad dieser Übung und zum Beispiel auf dem höchsten Feld muss dann eine schwierigere Übung gemacht werden. Genau, also
tatsächlich finden die das schwieriger, wenn sie noch so einen Kontrollpass machen müssen und den nicht einfach direkt rüber patschen können. Und dann muss auf dem Kaiserfeld muss jetzt zweimal gespielt werden, also mit Kontrollpass heißt es bei uns. Und das heißt, die da oben spielen, die müssen es ein bisschen schwieriger machen, als die, die weiter unten spielen. Und das haben wir auch oft als Variante, dass einzelne Spielerinnen schwierigere Aufgaben kriegen oder leichtere. Und dann können die trotzdem gegeneinander spielen, obwohl die eine die schwierigere Übung hat und die andere die leichtere. Meine Frage dazu, Barbara, es wird jetzt hier doch sehr, sehr viel auch außerhalb der Körperachse gespielt, beziehungsweise sehr tief gespielt. Was habt ihr da für Möglichkeiten, dass ihr das verändert? Oder geht ihr damit rein? Versucht ihr vielleicht auch mit Fangen und Werfen und dann mit über der Stirn fangen und solche Dinge? Ja, das sind alles so Vorstufen. Und was wir auch oft machen, ist das Feld noch ein bisschen schmaler werden. Dann sind sie noch mehr in der Körperachse. Aber das ist tatsächlich, also hier wird relativ viel korrigiert dann und gesagt, guck, dass du schön unterm Ball stehst. Wir haben aber auch zum Beispiel als Vorstufe davon oft, dass die den immer erstmal im Pritschkörbchen fangen müssen und dann stupsen sie ihn nur noch. Oder sie fangen ihn überhaupt, werfen sich selber an und pritschen. Das sind auch noch so Vorstufen, über die jetzt aber schon die meisten zumindest weg sind. Manchen würde es noch mal ganz gut tun, aber jetzt nicht so, dass man das noch nicht spielen kann. Und das wird dann immer besser. Also die meisten wissen auch, dass sie das tun sollen, aber das geht halt einfach nicht so schnell. Ja. Also man muss das mal aussehen, das ist das Problem, was viele draußen haben werden im ganzen Bundesgebiet. Ne? Das ist im Grunde ja die unterste Gruppe, wo die aufgefangen werden, die ganz neu dazukommen, die eine Freundin mitgeschleppt haben, die vielleicht erst ein oder zweimal da waren, wenn überhaupt, und einfach mitmachen müssen dann. Ne? Genau, also da sind jetzt auch welche dabei, die haben, kannst du noch an einer Hand abzählen, wie viel Training die schon hatten. Mhm. Und wir lassen auch zu, ganz, also man sieht, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, ich glaube, eine ist auch ganz neu und die darf noch relativ lang halten. Also die ist gerade erst übergegangen aus diesem im Pritschkörbchen fangen und rausstoßen in dieses direkte Spielen. Und die tut sich natürlich dann aber jetzt schwer, wenn der Ball ein bisschen neben sie kommt. Ja, wir korrigieren, unsere Rufe sind großes Körbchen, tiefes Körbchen, Füße unter den Ball und natürlich noch so ein paar spezifischere. Aber das sind so das, was am häufigsten vorkommt. Also, dass sie zum Beispiel, wenn wir diese Übung mit dem Impritschkörbchen fangen machen, dann sollen sie danach ja stehen bleiben. Und wenn sie umfallen, dann standen sie schon mal nicht sicher. Also, wenn sie den Ball haben und dann kippen sie noch zur Seite, dann standen sie nicht gut. Und sie sollen dann auch durchaus mal überprüfen, ob sie gut unterm Ball stehen, ob der Ball über der Stirn ist, ob die Füße sauber unterm Ball sind, gleichmäßig, nicht zu breit und nicht zu eng und sowas. Das haben wir jetzt hier nicht mit abgefangen. Also hier die Trainerin korrigiert, du siehst immer mal wieder, greift sie kurz ein, den hast du jetzt zu sehr in den Rücken gekriegt, musst du mehr unter den Ball und sowas. Bei denen haben wir auch ganz gerne noch mehr Augen. Also da habe ich ja meistens diese Gruppe mit noch einer Assistentin, einfach, dass man an den Kindern noch näher dran sein. So, Markus schreibt hier, ihm gefällt das nicht so, dass die Spielerinnen sich wegduken und den Ball nach hinten ins Aus gehen lassen. Ja, die sind halt manchmal ehrgeizig und wenn die wissen, der geht ins Aus, dann lassen sie den auch ausgehen. Die spielen ja gerade gegeneinander, die wollen ja aufs Königsfeld oder aufs Kaiserfeld. Ja. Also wenn sie das zu viel machen, wenn sie zum Beispiel, wenn dann viele Bälle reinfallen und sie hoffen einfach nur, die gehen aus, weil sie sich nicht bewegen wollen, dann wird dann schon mal ermahnt. Aber dass man da so ein bisschen taktisch mal den Ball fliegen lässt, das ist ja klar. Aber das ist ja auch gut so. Also das sind halt Orientierungssachen auch. Ja. Ich habe halt andere Feldgrößen, habe damit auch Orientierung, dass der Ball ins Aus geht und lass den auch ins Aus gehen. Also ich finde das jetzt gar nicht verkehrt. Überhaupt ja. Nicht. Ja, wir haben so ein paar Kandidaten, die machen nur die Punkte ganz gerne dann, wenn die Bälle ins Aus gehen und ducken sich einfach unter allen weg und es werden schon genug ins Aus gehen, so ungefähr. Aber dann greifen wir ein. So, ich bin schon wieder gesprungen zu der nächsten Gruppe, ne? Genau, das ist jetzt, ich glaube, das waren so 2 Meter breites Feld, sind jetzt die so, ja, effektiv minus Lockdown, also wenn man Lockdown abzieht, spielen die vielleicht so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, bis Jahrgang 2010, das heißt, 10 Jahre sind die Jüngsten, ein paar sind ein bisschen älter, aber haben halt später angefangen. Und das ist jetzt so, sind jetzt so die ersten
Baggerübung. Also sieht man auch, die baggern noch nicht so lange, die stehen noch nicht so optimal zum Ball. Die ersten Sachen, auf die wir ganz arg achten, sind natürlich die Position zum Ball und die Arme, aber die Feinheiten kommen. Die haben zum Beispiel noch wenig seitlichen Bagger gemacht, das sehen wir gleich bei der Gruppe hinterher, weil wir ganz am Anfang beim Baggern die Felder noch recht schmal lassen. Und genau, ein paar machen es trotzdem schon ganz gut. Hier ist von Ben auch eine typische Frage, ne? Was ist, wenn ich nur ein Feld habe, aber ganz viele Mädels, jetzt 10 bis 12? Genau, 40, das sieht man 14, hier jetzt ja schon. Wir haben ja nur zwei Felder aufgebaut, wir hätten da drei untergekriegt. Und zwar optimal sind natürlich zwei Kinder pro Feld, die gegeneinander spielen. Was hier auch geht, sieht man gerade, sind drei Kinder pro Feld und dann mit diesen Queen of the Court-Regeln oder King of the Court. Das hat immer eine Seite, auf die geht der Gewinner und da drüben kann man Punkte machen. Wenn es jetzt noch mehr Kinder sind, also bei vier kann man auch noch Queen of the Court-Regeln machen, aber man könnte auch sie von beiden Seiten anstehen lassen, sodass immer gewechselt wird. Die können dann auch Teams bilden. Also auf der einen Seite steht ein Team, die immer nur einen ins Feld schicken und auf der anderen Seite steht ein Team, die immer nur einen ins Feld schicken. Man kann die auch wechseln lassen, dass immer zum Beispiel die eine muss zwei Bagger und dann muss die andere zwei Bagger. Und dann kann man relativ viele Kinder relativ gut im Spiel halten, indem man halt nicht immer einen Ballwechsel komplett von zwei Kindern ausspielen lässt, sondern zwischen euch auch mal schnell reinwechselt. Und genau, da, also ich würde sagen, so 5 geht noch, 6 ist so im Notfall, falls es gar nicht anders geht. Und dann muss man irgendwie gucken, ob man es anders lösen kann. Und ansonsten ist es immer, wenn man wirklich nur ein Hallendrittel hat, Langnetz ist dann eigentlich immer das zur Wahl, weil man einfach mehr Netzfläche zur Verfügung hat. Ne? Genau. Und wir haben ja, das hast du ja auch gesehen, Andreas, als du bei uns warst, wir haben ja noch so Lösungen in der anderen Hallenzeit, wo auf einer Empore eine Gruppe was anderes macht, zum Beispiel Koordinationstraining oder so einfache Technikübungen. Das heißt, dann versuchen wir, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig in der Halle sind, weil andere an anderen Orten noch andere kleine Schwerpunkte trainieren. Also ein Balltraining mit 1,5 Stunden müssen sie schon mindestens in der Halle haben. Aber gerade in der zweiten Trainingszeit ist es dann ganz gerne mal so, dass sie vielleicht 1,25 Stunden nur in der Halle haben und dann noch 1/2 Stunde auf der Empore. Und das ist dann so geschickt gestaffelt, dass möglichst viele Kinder damit versorgen. Da muss ich jetzt mal eben alle da draußen bitten. Ne? Das sind alles Sachen, was Barbara jetzt erzählt, das habe ich noch auf Video. Aber das werden wir heute Abend nicht mehr schaffen. Und wenn ihr zu Hause wollt, ja, dass wir das zeigen, dann müsst ihr Barbara alle überreden, dass wir ja auch nochmal so eine Veranstaltung hier, Field of Volley Nummer 5, 6, 7, 8 mit Barbara machen, um diese Informationen alle zu teilen und zu zeigen. Aber da müsst ihr mir bei helfen, ja, sonst springt Barbara ab und macht nicht mehr mit. Okay? Jetzt werde ich erpresst. Nee, hast ja alles aufgenommen, das können wir schon irgendwie, das kriegen wir schon alles irgendwie unter die Leute gebracht, in welcher Form auch immer. Es war ja alles ein bisschen anders geplant. Es sollten ja so MOOC-Videos werden, also wo aus jeder Übung so eine kleine Sequenz gezeigt wird. Ich sage ein bisschen was dazu. Jetzt lassen wir ja hier so ein bisschen die Schleife durchlaufen. Das ist auch nicht vom Tisch, ne? Das mit MOOC-Videos. Ne? Das kann man ja durchaus auch noch machen. Das habe ich also durchaus auch in der Pipeline. Genau. Ja. Okay, so, dann müssten wir mal weiterschauen auf das mittlere Feld jetzt, ne? Ja. Was da so passiert. Da sind noch mehr Baggerspielchen in noch anderen Varianten. Ja, also das ist jetzt ein bisschen schade, weil das war jetzt eigentlich ein Baggerspielchen, in dem noch mehr Bewegung und seitlicher Bagger drin sein sollte. Das sollte nämlich sein, dass die auf einem 4,50 Meter breiten Feld jetzt gegeneinander spielen. Also 3 Meter tief, 4,50 Meter breit. Erstens wären dann die Ballwechsel ein bisschen kürzer. Die sind jetzt fast ein bisschen lang geraten. Die stehen ein bisschen lange an, die anderen Mädels. Weil es eigentlich zu einfach, diese schmalen Felder für die Gruppe da. Und genau die... Ja, das ist das eine und hier war irgendwo das andere und das liegt an dem Eimer, ne? Genau, da war sonst leider der Eimer, der Regen mit einem Strich durch die Rechnung gemacht. Also es wäre sogar noch kürzer gewesen. Das Feld ist eigentlich tatsächlich ein ganz kurzes, breites Feld jetzt gerade. Also 3 Meter auf 4,50 Meter mit 4,50 Meter Breite. Wir haben bei den Baggerspielchen die verschiedensten Feldgrößen. Wir sehen gleich auch nochmal eine andere Art. Wir machen mal lang und schmal, mal breit und kurz, mal relativ groß und dafür das Netz recht hoch haben wir auch. Du hast jetzt gerade gesagt, 3 Meter nur in der Tiefe. Ne? Das heißt wirklich, die 3-Meter-Linie ist hier hinten schon aus dann. Ne? Genau. Also das ist sogar noch ein bisschen schmaler wegen des Eimers da, aber eigentlich war hier geplant,
3 Meter Raum, ein halbes Feld. Okay. Genau, das sind jetzt die schon ein bisschen länger baggern. Die bewegen sich einfach schon ein bisschen mehr und besser. Also die zwei, die jetzt gerade dran sind, die fordern sich gerade nicht so ganz, aber da fangen sie jetzt schon an, ein bisschen fies nach rechts und nach links zu spielen. Das wäre jetzt natürlich noch schöner gewesen, wenn das Feld wirklich so breit gewesen wäre, wie es geplant war. Und dann halt immer schön wieder die Neutralposition suchen und dann gucken, wo kommt der nächste hin. Und genau, vielleicht zeigst du mal das nächste Feld. Das ist nämlich auch ganz witzig. Das funktioniert auch echt gut. Jetzt haben sie ein Feld, was hinten vom Netz versetzt ist. Das heißt, sie spielen jetzt zwischen der 3-Meter-Linie und ungefähr 6 Meter auf 4,50 Meter Breite. Da geht auch dann der Eimer nicht mehr im Weg rum. Und müssen jetzt sehr viel weiter baggern. Und der 3-Meter-Raum gehört jetzt einfach zum Aus. Ne? Das heißt, so hier in Netznähe, da das ist aus. Da wird nicht gespielt. Ne? Genau. Ja. Achso, deshalb kann man jetzt den Eimer da auch vorne stehen haben wieder. Ne? Genau, der Eimer steht jetzt das stimmt nicht ganz der so Eimer nicht. Also eigentlich war das einfach nur breites Feld mal näher am Netz und breites Feld mal weiter weg vom Netz. Das wollten wir da zeigen. Ja. Also was wirklich erstaunlich war, gerade auch bei dieser Übung, es ist mir nicht ein einziges Mal in Erinnerung, dass die Mädels den Eimer getroffen hätten oder umgelaufen hätten. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne hier viele Mannschaften oder Spielerinnen, die ich mal trainiert habe oder noch trainiere, die würden mit dem allerersten Ball den Eimer treffen. Absichtlich? Das würden die Mädels hier nicht machen? Nicht absichtlich, das passiert sowieso. Ach so, okay. Ja, sie würden sich bemühen, vorbeizuspielen, aber sie würden mit dem allerersten Ball den Eimer treffen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es passiert ist, kann mich gar nicht mehr erinnern, aber wir haben ja da einen Lumpen drin liegen, sodass dann zumindest nicht wieder eine Pfütze auf dem Boden wäre. So, Leo fragt nach 2 gegen 2. Kommt noch, aber nicht heute, ne? Genau, wir haben danach natürlich noch 2 gegen 2 gespielt in verschiedensten Varianten und 3 gegen 3 haben wir auch noch gespielt und ich glaube, wir haben sogar noch 4 gegen 4 gespielt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und 6 gegen 6 haben wir auch noch gespielt dann in dem nächsten Training. Ja, ja. Also alles auf Video, aber heute werden wir lange nicht alles zeigen können. Genau, aber Barbara, was mich auch interessiert, man sieht hier wirklich, wir hatten die Diskussion ja auch schon in unserer Trainer-Stammtischgruppe mit dem seitlichen Bagger, mit der ganzen Schultergeschichte. Man sieht ja, dass sie extrem aus den Füßen dahinter stehen und immer wieder versuchen, dahinter zu kommen und das wirklich aus der Körperstreckung herauszumachen. Das gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, also tatsächlich machen sie das auch noch stark und tatsächlich haben wir den seitlichen Bagger auch schon eingeführt, aber irgendwie machen sie das trotzdem, weil sie sich dann einfach sicherer fühlen. Also die sind einfach noch nicht so weit im seitlichen Bagger, dass sie den mit vollstem Vertrauen einsetzen. Obwohl wir wirklich uns dieser Problematik bewusst sind und also der für den seitlichen Bagger ist bei uns Christian zuständig, der hatte auch das war nicht mit der Gruppe, sondern mit der anderen Gruppe haben wir nochmal eine riesige Einheit zum seitlichen Bagger gemacht. Es ist, selbst wenn du es willst, du kriegst es nicht sofort rein. Also die fühlen sich sicherer mit dem frontalen Bagger und wenn du denen dann so eine Wettkampfform gibst, dann werden die versuchen, mit dem frontalen Bagger zu spielen. Hätten wir dieses nah am Netz und, also das ist jetzt für die auch eine ordentliche Entfernung, ne? Die müssen so über 7-8 Meter weit spielen. Hätten wir dieses Netz nahe noch gehabt, dann hättest du ganz sicher mehr seitliche Bagger gesehen. Weil dann schicken die sich schon ganz schön über die ganze Feldbreite und dann können sie gar nicht anders als seitlich baggern. Aber das ist jetzt das vom Netz ferne Feld. Ja, aber ich glaube nach wie vor, wenn du gleich von Haus aus mit dem seitlichen Bagger beginnst, dass du dann auch diese Spiele mit seitlichen Bagger spielst. Also du meinst schon bei der Gruppen davor am Langnetz jetzt? Ja. Ja? Müsste man mal probieren. Wir kämpfen eigentlich schon mit dem Frontalen bei denen am Langnetz. Gut, und dann springen wir noch eine Gruppe weiter, oder? Aufs letzte Feld. Ja. Ich gucke gerade mal, ob ich zu dem noch irgendwas noch... Ja, nee, das waren eigentlich die Sachen, die ich dazu sagen wollte. Ja. Genau. Das wäre jetzt auch so eigentlich ein typisches erstes Spiel im Training.
Die 1 gegen 1 Varianten bei denen nehmen natürlich ganz krass ab. Also da spielen wir nicht mehr so viel 1 gegen 1, weil für die sind ja alle Kleinfeldspiele sind ja schon, da schon Aufwärmspiele. Da muss es nicht unbedingt ein 1 gegen 1 sein. Hier haben wir jetzt versucht, irgendwie ein 1 gegen 1 zu finden, was für die herausfordernd ist, und haben jetzt mal mehrere Ballkontakte gewählt. Und gerade ist es so, dass es völlig frei ist, was sie machen. Also sie haben gerade gleich 3 freie Kontakte und wählen oft Pritsch, Pritsch, Lob oder Bagger, Pritsch, Lob und spielen auf einem 4 Meter breiten, bisschen mehr als 3 Meter tiefen Feld, glaube ich, gerade. Man sieht es da irgendwo noch auf dem Boden. Und spielen jetzt mit 3 Ballkontakten. Also die dürften, also nachher kommt ja eine Spielform, wo sie den ersten Ball baggern müssen. Da müssten sehr viel mehr seitliche Bagger dabei sein auch. Also momentan ist es wirklich freigestellt, wie sie den Ball spielen. Ne? Und ja, wenn man dann vorgibt, du musst den ersten baggern, den zweiten pritschen und den dritten loppen, dann passieren mehr Fehler, ne? Dass dann früh schneller gewechselt wird. Genau, aber wobei das mit dem Baggern, Pritschen, Loppen finde ich eigentlich echt gut. Da müssen sie sich halt natürlich so anpassen, dass sie so zum Ball stehen, dass sie den auch wirklich baggern können. Genau, jetzt sehe ich hier gerade noch so ein bisschen, also hatten wir es ja auch schon vorher schon, das ist jetzt U16 Höhe, 2,20 Meter hoch, ist für einige von denen für so ein Spielchen zu flach. Die sind, also vor allem sind die ja sehr unterschiedlich groß gewachsen, und ich kenne da so eine, die springt nur so hoch, wie sie muss, und ist immer sehr grenzwertig am Übergriff dran. Du meinst die, die jetzt da gerade rechts ist? Genau, die da. Ich weiß es nicht, aber kann das sein, dass die auch so, genauso heißt wie du, zumindest mit dem Nachnamen? Ja, genau. da haben wir dieses Video tatsächlich als Beweisvideo genommen, weil sie gesagt hat, ich habe gar nicht übergegriffen. Genau. Ja, manchmal muss man Beweise auch zeigen. Ne? Hier ist jetzt auch eigentlich so, da haben wir ja das Kurznetz aufgebaut und die trainieren ja auch eigentlich zu 12. Da könnten wir dieses Spielchen gar nicht machen, da stehen zu viele rum. Das ist jetzt einfach nur, um das mal zu demonstrieren, dass man das auch kann. Müsste man ein zweites Netz haben oder, weiß auch nicht so genau, dass mir eigentlich zu viel rumstehe. Ja, was in der Mitte kannst du auch nutzen. Du könntest ja noch ein drittes Feld in der Mitte machen. Ja, aber das ist ja nur 1 Meter Platz in der Mitte. Das täuscht jetzt gerade ein bisschen. Also ich könnte die natürlich ein bisschen schmaler machen und dann 3. Das stimmt schon. So, Marius fragt nach leichteren Bällen, kleineren Bällen oder generell mal was anderes als Volleybällen, wenn es ums Baggern geht. Nee, beim Baggern speziell nicht. Wir machen mal irgendwelche lustigen Aufwärmspielchen mit anderen Bällen, aber beim Baggern haben wir noch nie einen anderen Ball genommen. Wir haben einen Zuspielball beim Pritschen, aber auch wir spielen schon meistens mit dem ganz normalen Volleyball. Müssen wir eben erklären, ne? Zuspielball ist ein ganz normaler Volleyball, der aber einfach schwerer ist. Ja. Genau, also so wenn ich das jetzt so auf dem Video sehe, hätte ich auf jeden Fall das Netz ein bisschen höher gehängt oder vielleicht ein bisschen schräg gehängt, dass hier die beiden, die wirklich schon fast eine Reichhöhe von 2,40 Meter haben, dass die nicht so spielen können. Das ist schon ein bisschen fies. Naja, aber der Gegner ist auch fies, also von daher. Ja, genau, also schön, ne? Ist ja nicht so, dass sie nicht auch herausgefordert werden. Aber sie würden halt mehr herausgefordert, wenn sie auch noch ein bisschen höheres Netz hätten. So, jetzt sind wir bei der Übung, wo zwingend vorgegeben ist. Ne? 3 Berührungen mit ganz bestimmter Technik, sonst ist es ein Fehler. Genau. Wobei das ja nicht so ein typischer seitlicher Bagger ist, weil sie das Spiel sie spielen ja relativ gerade nach oben. Also es ist ja kein seitlicher Bagger, den du nach vorne schiebst. Da müsste man jetzt noch eine andere Form für suchen. Aber sie müssen auf jeden Fall auch Nebenkörper baggern. Zumindest das. Also Mike ist schon mal ganz angetan von den Mädels. Ne? Ein Lob hier, dass sie das ganz gut hinbekommen. Ja. Und Roman fragt nochmal nach einer Teilnehmerbegrenzung. Also das heißt maximale Teilnehmerzahl im Training? Naja, also bei den Großfeldmannschaften würde ich so sagen maximal 14 und viel lieber 12. Und 14 ist auch schon, dann muss ich mir schon immer was überlegen, dass zum Beispiel eine immer im Aufschlag nachspielt oder dass mal irgendwie jemand mit, dass man 2 Zuspieler rausnimmt und mit denen separat was macht. Aber das ist,
Das kommt immer total drauf an. Ich versuche schon, dass die Gruppen klein werden. Also bei den Einsteigern habe ich am liebsten nur so 6. Bei den Kleinfeldspielgruppen, wenn es 3 gegen 3 ist, dann vielleicht so 9, lieber 6. Aber wir kommen halt an. Also es ist dann immer so eine Gratwanderung. Da möchte ein Mädchen unbedingt spielen und ich habe eigentlich keinen Platz mehr, weil dann die anderen zu wenig Ballkontakte haben. Ja, das ist immer eine schwierige Entscheidung. Aber zumindest, wenn du so eine ganze Halle hast, also 3 Felder, jetzt die 3 Hallendrittel, dann kannst du durchaus ja noch mal ein bisschen hin und her schieben. Ne? Wir haben ja im Zweifel 3 Langnetze. Nur die, also die haben ja noch ein anderes Training. Die könnten dann jetzt heute irgendwie am Langnetz Kleinfeldspielchen machen und dann im anderen Training 6 gegen 6 spielen. Wobei, ich gucke schon, dass die wirklich immer ein Feld haben, ein Großfeld haben im Training. Und da fehlen ja jetzt welche, das sind normalerweise schon auch mehr. Also, dass man da wirklich auch 6 gegen 6 spielen kann. So, eine Frage hier nochmal von Just Volleyball. Fördert so ein Spiel nicht schlechte Technik, da viele Wiederholungen mit nicht sauberer Technik gespielt werden? Ja, das ist, kann man schon so ein bisschen diskutieren. Also das ist ja für die jetzt nicht so ein bisschen, das ist was man nicht immer machen würde, sondern das ist eher schon so ein bisschen volleyballnahe Koordinationsübung, weil du spielst ja auch normalerweise nicht mit dir selber. Und wir haben natürlich auch für die ganz normales, ganz gezieltes Aufschlag-Annahmetraining, wo sie saubere Annahmen machen müssen, wo wir die Annahme korrigieren. Und das ist jetzt nur so ein bisschen, ist übrigens, spielen wir da auch ganz andere Sachen teilweise. Also, dass man den zweiten mit dem Oberschenkel nehmen muss oder den letzten mit dem Kopf oder den letzten Überkopf machen wir auch immer ganz gerne, den letzten mit dem Rücken zum Netz spielen muss. Das heißt, eigentlich ist das nicht eine Technikübung hier, sondern das ist eine Aufwärmübung mit volleyballspezifischer oder volleyballnaher Koordination, so kann man sagen. Weil all das, was die da machen, macht man so im Spiel normalerweise nicht. Das ist einfach nur, um so ein bisschen klein-klein zu daddeln. Und wie gesagt, bei denen sind 1-gegen-1 Spielformen schon gar nicht mehr so präsent. Die würden jetzt eigentlich zum Aufwärmen am liebsten Fanga spielen. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dieser Livestream läuft jetzt schon 1:10 etwa. Oh. Ne? Aber wir haben hier für jede Gruppe eigentlich nur so 2 Übungen gesehen mit ein ganz bisschen Variation drin. Ne? Genau. Das heißt, das ist keine komplette Trainingseinheit, was man jetzt hier sieht, sondern man sieht immer nur so ein paar Dinge, die am Anfang des Trainings laufen und danach kommt noch viel mehr an Übungen, die dann spezieller noch sind. Ne? Ja, also das ist jetzt definitiv nicht deren Training. Die würden ja eigentlich ein 6-gegen-6 Training haben mit irgendwelchen Schwerpunkten, sondern das wäre jetzt so ein Daddeln zum Aufwärmen. Genau, optimal. Und vor allen Dingen auch, wenn du dann beginnst, wirklich mit irgendwem mit Kopf, mit sonstigen Sachen da zu rein. Das ist ein reines koordinatives Aufwärmen, was du da drin hast. Klar sind da auch Volleyballtechniken mit drin und vielleicht auch nicht ganz so sauber in manchen Gebieten. Aber es geht ja eigentlich mehr darum, dass du dich koordinierst, dass du deine 3 Bälle hier zumindest so weit sauber unter Ballkontrolle hinkriegst, damit du zum Schluss dann den Abschluss, den einarmigen Abschluss hinbringst. Ne? Ja. Bälle aus anderen Sportarten, ist hier die Frage, ne? Handball, Softball, Fußball, Leichtball? Ach, minimalst. Also ich weiß, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag schon eigentlich, die haben so wenig Zeit am Volleyball, die sollen die schon meistens am Volleyball machen. Was wir mal gespielt haben, ist irgendwelche Spielformen, weil sie unbedingt wollten. Wir haben so viele Petsi-Bälle, so große darum liegen. Wir haben auch manchmal schon irgendwelche Wurf- und Fangspiele mit den Petsi-Bällen gemacht. Tennisbälle kommen natürlich bei uns immer vor, bei der Angriffseinführung. Aber dann hat sich's auch eigentlich schon. Das ist eigentlich alles mit Volleybällen. Wir spielen Volleyball gegeneinander mit den Petsi-Bällen. Das heißt also, ja, so drauf, das habe ich mal gesehen. Petsi-Ball in der Hand und muss dann den Ball spielen, den Volleyball mit dem Petsi-Ball spielen. Also das ist auch total lustig. Ja, das stelle ich mir auch gut vor. Das müssen wir eigentlich auch mal probieren. Wir haben bis jetzt nur die PC-Bälle dann so rumgeworfen und mit irgendwie ganz großes Feld und 2 Spielerinnen und der PC-Ball darf einmal aufkommen und dann mussten die aber zuwerfen und danach haben wir den Volleyball in die Hand genommen. Das war lustig. Dann sagten dann alle, oh, der ist klein und leicht. Also ich möchte auch eigentlich lieber, dass sie ganz viel Gefühl für den Volleyball kriegen und gar nicht so viel andere Bälle. Christian ist voll der Gegner von jeglichen anderen Bällen. Der mag eigentlich höchstens den Zuspielball.
Und der hat ja immer noch ein Wörtchen mitzureden bei all unseren Trainings. So, wir sind schon ziemlich durch mit dem, was wir hier von den Staffelspielen, die wir zuerst gesehen haben, und diesem 1 gegen 1 hier gesehen haben. Ich muss jetzt noch einmal so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, ne? Denn wenn ich hier nochmal anfange und einspiele, dann schaut mal nach ganz rechts am Pfosten. Da steht so mein zweites Ich. Ne? Da steht mein zweites Ich und arbeitet dort. Und da könnt ihr mal sehen, unter was für Bedingungen ich da arbeiten muss. Da sieht man die Kamera, die ich da jetzt unter Einsatz meines Lebens dort über einen wackeligen Kasten nach oben bringe und versuche, dort oben festzumachen. Und gleich wird man sehen, wie ein wirklich scharf gespielter Volleyball wirklich nur haarscharf an mir vorbeifliegt und ich gerade noch da jetzt, und das, also das wäre fast in die Hose gegangen schon dort. Ja, aber das ist so gerettet, wirklich, kann nicht so schlimm gewesen sein. Das war aber schon grenzwertig, du, was wir da gesehen haben gerade. Ne? Du bist schon ein armer Kerl, ehrlich. Ja. Ich bereue dich dann später nochmal, ja. Genau, also ich glaube aber mit diesen zwei Sachen, Staffelspiele und 1 gegen 1, kann man schon ein sehr abwechslungsreiches Aufwärmen machen. Wir haben noch 2, 3 mehr, aber genau. Leo fragt hier, ne, der Ball wird nicht so hoch gespielt, ne? Halben Meter, einen ganzen Meter über Kopfhöhe so, und er regt an, dass man das durchaus mal etwas höher machen könnte. Genau, und das ist auch total super. Was wir manchmal auch haben, ist so eine Zauberschnur zwischen den Antennen. Und dann muss man teilweise mal drüber und mal drunter spielen, je nach Technik. Und mir ist auch bei dem Video, das ist übrigens total super für eine Trainerin, so viele Videos von ihrem eigenen Training zu haben, ist mir auch zum Beispiel bei einem Kind ganz arg aufgefallen, dass sie den zweiten Ball immer so flach spielt, dass sie praktisch nicht die Abschlusshandlung machen kann. Genau. Das sehr ist, schön. Das ist super, dass man alles so sehen zu können. Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind schon durch, ne? Also wir hatten uns gefragt, ob wir die Stunde überhaupt voll kriegen. Ne? Jetzt kommen ja noch Fragen. Bei Stunde 16, ne, die wir so haben und unser Ziel so gesehen erreicht haben. Das waren die Übungen, die wir heute Abend also so mal so ein bisschen zeigen wollten und vor allen Dingen im Aufbau zeigen wollten zwischen verschiedenen Leistungsgruppen, dass die alle was Ähnliches machen. Und der große Vorteil, Barbara, hast du immer gesagt, die Mädels können aufsteigen. Ne? Sie können dadurch einfach in die nächsthöhere Gruppe relativ schnell sich integrieren, weil sie die grundlegende Übung dafür einfach kennen. Ja, wir haben ja sehr viel Wechsel zwischen den Trainingsgruppen. Also du hast ja gar nicht eine ganz feste Gruppe, sondern du bist halt an dem Tag bist du auf dem Feld mit den Mädchen. Und das ist schon so im Großen und Ganzen immer ähnlich. Aber je nachdem, wenn zum Beispiel da irgendwas ist, hier kann eine zum Beispiel noch nicht so gut lobben oder sowas. Und dann wird auf dem mittleren Feld bei der U14 wird am Lob gearbeitet. Wie genau mache ich den? Wie sind meine Finger, mein Arm gestreckt und so weiter? Dann geht die halt da mal rüber. Und deshalb... Das Schöne ist auch, diese Mädchen, wenn man die fragen würde, die sind die Montagsgruppe, alle 40. Und das ist schon irgendwie schön. Wir hatten vor Corona auch immer einen Auftaktkreis und dann das gemeinsame Aufwärmen und dann einen Abschlusskreis, wo die so dann mit Schlachtruf abgeschlossen wurde. Und das ist schon schön, dass die alle parallel trainieren können und dadurch der Übergang immer ganz einfach und ganz fließend ist. Und dann kennen sie das Spiel, das Regelwerk kennen sie schon, Mattenball, und machen es dann halt jetzt mit Zuspieler oder ein bisschen anders, einfach als sie es vorher gespielt hätten. Gut, aber ich gucke mal, ob wir noch was im Chat haben, was wir noch brauchen. Mike regt hier nochmal an, du gibst in den nächsten Tagen den Rest der Videos frei. Ja, wir verhandeln ja nochmal. Ich muss ja noch irgendwas zu erzählen haben über das nächste Jahr hinweg, sonst braucht ihr mich ja nie wieder einladen, weil ich dann alles innerhalb kürzester Zeit rausgehauen habe. Ups, Netz. Genau, Leo schreibt das hier auch nochmal. Es ist wirklich so, das Ziel ist, auch von diesem Format und von dem, was ich gerne mache, dass wir wirklich da gucken, wo viele arbeiten. Wir haben diese Trainerpyramide. Die meisten Trainer sind im unterklassigen Bereich und nur die wenigsten Trainer arbeiten ganz oben mit irgendwo Bundesliga und Nationalmannschaften. Und von daher muss es das Ziel sein, dass wir für den unteren Leistungsbereich dort wirklich einiges zeigen. Und ich hoffe ja immer, dass auch dieses Format dazu führen wird, dass mehr Trainerinnen und Trainer
ja, ohne Probleme einfach mal Kameras so im Training zulassen oder sich vielleicht auch mal melden und Bescheid sagen, wenn Corona vorbei ist, dass ich dann mal vorbeikomme und wir dort mehr aufzeichnen können. Und dann kann man mal so ein bisschen gucken, wie arbeiten andere. Und das große Ziel muss eigentlich immer sein, dass wir das Wissen, was wir irgendwo in Deutschland alle haben, dass wir das miteinander teilen, um alle davon letztendlich zu profitieren, um alle irgendwie eine Idee noch mitzunehmen, die wir vielleicht so noch nicht hatten vorher. Ich möchte unbedingt noch eine Sache sagen, die ganz oft bei dem UWOG noch kam, zu diesen Einteilungen in die Gruppen, die ich gerade angesprochen habe. Mich haben einige gefragt, oh, sind dann die Kinder nicht enttäuscht, wenn sie dann irgendwie nochmal in der niedrigeren Gruppe bleiben müssen, oder ist es nicht schwierig für die, die dann bei den Älteren mittrainieren? Und da waren so viele Bedenken, wie die Kinder das auffassen würden, hier oder da mit zu trainieren. Und ich würde nochmal sagen, packt die Kinder nicht in Watte. Also begleitet sie durch solche Hürden, mal irgendwo Schwierigkeiten zu haben oder mal nochmal bei der niedrigeren Gruppe etwas nochmal üben zu müssen. Das ist doch das Leben, dass sie mal was nicht so gut können wie die anderen oder vielleicht auch mal irgendwo die Besten sind. Und das sind die Situationen, die der Sport schafft und durch die wir sie durchbegleiten müssen. Wir müssen sie nicht davor schützen, auf Teufel komm raus. Und gerade mit diesen Einteilungen in Trainingsgruppen, macht euch da gar nicht so einen riesengroßen Kopf. Die Kinder können sich meistens ja auch schon ganz gut einschätzen. Wenn die wissen, okay, mein Aufschlag von oben klappt halt noch nicht so gut, dann trainiere ich halt nochmal mit der unteren Gruppe Aufschlag von oben. Das nehmen die sich gar nicht so zu Herzen, wie manche Trainer das immer denken. Genau, das war zum Sonntag. Dennis fragt hier schnell noch nach Trinkpausen. Die habe ich jetzt natürlich alle rausgeschnitten. Genau, die sind alle raus. Immer wieder mal eine Trinkpause, die dort eingestreut wurde, ne? Ja, also die sind normalerweise halt immer, wenn die Übungsform wechselt, dann wird einmal kurz Trinkpause gemacht, je nachdem, also wie es halt, ich schreibe die meistens schon in den Trainings. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich schreibe so Trainingspläne für die Trainer, für die Assistenten, welche Kinder, welche Übungen, da steht Punkt, 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 Trinkpause, Punkt, 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 Punkt. Und einfach, ich vergesse die auch immer ganz gerne. Ja. Wobei ich sagen kann, das ging alles flott. Also die sind nicht in die Kabine gelaufen, sondern ne, wenn sie eine Flasche hatten, ne, dann war das schon in der Halle, da konnten sie schnell dran und dann ging das auch dann relativ schnell. Ja, die wollen ja auch weiterspielen, die wollen ja gar nicht da sitzen und trinken. Die sind schon immer schnell auf dem Feld zurück. Dann. Ja. Gut. So, ja, Nick drängelt hier noch ein bisschen. Ne? Nick möchte gerne, dass wir unseren Raum hier öffnen für alle. Ne? Und interaktiver wie beim Volleyball-Freak wäre noch schöner. Ja, natürlich, dafür hat der Volleyball-Freak dann diese Praxisvideos nicht. Da muss man irgendwo mal gucken, wie man das hinkriegt und wie man das macht. Und dies ist jetzt ein Format, was wir so in dieser Form machen. Ich schließe ja nicht aus, dass wir daraus weitere Formate generieren und dann kann man sich da über alles sicherlich dann unterhalten. Muss man alles mal so ausprobieren. Also ich war ja auch so ein bisschen skeptisch, wie das wohl heute wird, aber es hat ja, ich finde es tatsächlich schön, Sachen anzugucken und nicht nur drüber zu reden. Das war also zu spüren beim Volleyball-Online-Kongress, ne, beim Jugend-Volleyball-Online-Kongress, dass du da ganz, ganz viel erzählt hattest. Und ich hatte die Bilder alle im Kopf, weil ich sie ja kenne hier aus dem Training. Aber das fehlte den anderen, glaube ich, da. Das ist das ja jetzt geboren. Dadurch, dass da die ganzen Fragen kommen, wie macht ihr das genau, wie variiert ihr da? Und jetzt kann man es sogar angucken. Ja. Aber Andreas, ich muss dich nochmal ganz kurz korrigieren. Jugend, egal ob Jugendanfänger oder weiterführendes Jugendtraining, ist kein Training im unteren Leistungsbereich. Bin ich voll dagegen. Ja, das ist okay. Anfängertraining, Jugendtraining, aber kein unterer Leistungsbereich. Also tatsächlich sind hier ja auch schon ein paar dabei, die auch in irgendwelchen Kadern vertreten sind. Also die sind schon nicht so der ganz untere Leistungsbereich. So, auch jetzt kommen ja so viele Fragen rein. Ne? Eigentlich, ich warte ja darauf, dass ich jetzt ein Schlusswort sprechen kann, aber es kommen so, also Dennis fragt hier nochmal nach dem Trainingsplan. Ich war ganz überrascht, weil bevor wir in die Halle gefahren waren und ich schon angereist war bei dir zu Hause, da hast du mir ja auch erzählt, ich mache jetzt hier den Trainingsplan für ne, 4 Felder und so weiter. Da habe ich auch gedacht, wie groß ist der? Das war nur ein ganz kleiner Zettel wirklich. Das ne? ist so ein halbes Ding. Also ich kann jetzt leider meinen Bildschirm nicht zeigen. Im UWOG habe ich tatsächlich dann auch einmal gezeigt, weil mich welche gefragt hatten. Das ist meistens ein halber DIN A4 Zettel, wo oben drauf steht Gruppe Yoshi, Feld so, die und die Kinder, und dann steht
da diese Regelwerke sich ja wiederholen, steht dann das und das Spiel mit Pritschen oder das und das Spiel mit Baggern und das mit der Zählweise, Trinkpause, dann das und das Spiel. Also das sind so ein paar Zeilen. Und die, die so ein komplexeres Training machen, also die Gruppe hier zum Beispiel, den Trainingsplan schreibe ich nicht. Das macht ja normalerweise Christian das Training mit Joshi zusammen. Und das ist, das könnte man auch nicht so schnell aufschreiben, das Training, weil die spielen ja nicht, also das machen ja höchstens mal zum Aufwärmen eine von diesen Spielchen, dann arbeiten die an irgendwelchen komplexen Sachen im 6 gegen 6 oder an irgendeiner Technik. So, Leo, frag nochmal an Dieter, ne? Wie definierst du den unteren Leistungsbereich? Unterer Leistungsbereich ist für mich, wenn ich zum Beispiel nur noch die Möglichkeit habe, einmal in der Woche zu trainieren, wenn ich das rein als, ja, ich will jetzt nicht sagen, es soll ja überall Spaß machen, aber wenn ich es halt einfach nur als Spaß an der Freude mache. Ja. Das ist für mich unterer Leistungsbereich, wo ich, für mich geht es da nicht darum, wie ich spiele. Es kann auch sein, dass das irgendjemand ist, der früher mal Bundesliga gespielt hat, ja, und der jetzt nur noch einmal in der Woche rumdattelt. Aber es ist halt einfach dann kein Training mehr, ja. Oder wenn dann nur noch irgend so ein Datteltraining, ja. Und das ist für mich unterer Leistungsbereich, aber nicht Jugendvolleyball, auf keinen Fall. Und zwar egal in welcher Form. Jugendvolleyball ist für mich immer extrem Wahnsinn, wie man sich auch darauf vorbereiten muss, was du in diesem Bereich alles auch, wie die Barbara sagt, einen Trainingsplan schreiben, immer wieder die Gedanken machen, wie kann ich eine Grundtechnik wieder verändern, mit allem drum und dran. Also das ist für mich in keinster Weise unsere Leistung. Die würden jetzt auch, wenn man, also die Mädels speziell, da, wenn man denen jetzt sagen würde, sie wären im unteren Leistungsbereich, dann wären die wahrscheinlich traurig, weil die sind schon sehr ehrgeizig. Ja. Gut, dann werten wir das jetzt mal als Schlusswort. Ja, ich bedanke mich bei allen, die uns zugeschaut haben draußen auf YouTube und die sich vielleicht auch die Aufzeichnung später nochmal anschauen. Das ist nicht nur live, ne? Das ist wirklich auf YouTube und so wie ich immer sage, es bleibt im Internet so lange, bis das Internet voll ist. Ja, so lange kann man das immer noch anschauen, auch nachträglich. Auch wenn man natürlich dann keine direkten Fragen stellen kann, die wir nachträglich beantworten. Aber man kann es sich immer noch angucken. Also das heißt, auch diejenigen, die heute dabei waren, dürfen das gerne weiterleiten, den Link weitergeben an alle anderen Interessierten oder im Verein oder die ihr so kennt, die das vielleicht gebrauchen können als Anregung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Gefühlt, Barbara, hast du ganz viel erzählt und ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass Dieter und Uwe ein bisschen kurz gekommen sind heute Abend, aber nein. Brauchst du nicht haben, Andreas, brauchst du nicht haben, alles gut. Also vielen Dank an Barbara, vielen Dank an Dieter und an Uwe und vielen Dank an alle draußen. Bis zum nächsten Mal, ich weiß noch nicht wann. Nächste Woche sind wir nicht auf Sendung, nächsten Sonntag, denn nächsten Sonntag ist der Volleyball Freak Talk. Wiederum Trainer-Talk mit Jan Mayer und dem Volleyball-Freak natürlich. Da werden wir also nicht parallel senden. Und da bitte ich also alle dann nächste Woche dort einzuschalten und zuzugucken. Und wann ich hier mit der Nummer 4 von Field of Volleyball weitermache, da werde ich natürlich Ankündigungen machen. Und wer zufällig diesen YouTube-Kanal abonniert, der wird es auch automatisch dann mitbekommen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, das ist immer das, was die YouTuber immer sagen, ne? Abonnieren und Glocke anmachen, dann kriegst du mit, wenn ich dort eine neue Veranstaltung plane. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao.